Hallo Leute, willkommen im Peppermint Pavillon in Hannover. Spaziert mal rein. Ich zeige euch mal, wo es gleich losgeht. Ein rotes Kabel. Oh, it's such a beauty. So, ja, und es ist mal wieder soweit. Ne? Yeah. Es heißt hier bei uns Livestream und das Ganze heute hier. Wir sind im Studio live zu Gast bei Musti. Und ihr seht schon, ja, wir sind noch fleißig am Fixieren. Und wie immer, wie das so ist, wenn man so einen Livestream macht, ihr kennt das ja oder schon aus der Vergangenheit, funktioniert immer alles super. Wenn wir dann tatsächlich live gehen, dann fängt es irgendwie an zu haken. Ne? Ohne doppelten Boden. Ja, genau. Ohne Netz und doppelten Boden. Aber wir schauen mal, irgendwie hakt das Bild hier gerade ein bisschen. Aber ich hoffe mal, dass wir das gleich noch im Laufe des Talks hier in den Griff kriegen. Erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Selbstverständlich, freue mich sehr. Also das ist ja schon mal schön. Schau mal, wie schön wir von hinten aussehen auch. Guck mal, fantastisch. Ne? Und wunderbar. Ich hätte extra so ein tolles T-Shirt eigentlich angehabt, wo man so toll sehen kann, ne? Also Power to Create. Jetzt muss ich immer noch mal irgendwas umstellen, damit wir vielleicht gleich ein bisschen bessere die Performance haben. Lass mich noch mal eben kurz was einstellen. Ich hoffe, das wird dadurch noch mal ein bisschen besser. So, das muss ich einmal abwählen und dann hoffe ich. Ach guck mal, da schreibt der Ton ist aber sauber, alles gut. Danke Toni. Ja super, das sehen wir schon mal. Das ist es, ja genau, immer schön Kommentare, das finden wir geil. Absolut. Das finden wir super und schreibt auch mal, wo ihr herkommt oder wo ihr euch gerade befindet. Aber keine Sofa-Fotos bitte. Nicht? Na gut, okay. Also ein, zwei vielleicht doch, ne? Ich versuche hier mal gerade mein Computer, ich muss gerade mal sagen, also der klebt wirklich, du siehst das hier auch gerade. Die ganze Zeit haben wir ja so schön alles vorbereitet und jetzt, klebt es ein bisschen. Aber ich hoffe, dass das gleich ein bisschen besser wird. So. Schreiben auf jeden Fall, alles gut. Guten Abend, Gruß nach Beckum. Ja, perfekt. Sehr schön. Und ich sehe schon, dass ihr zahlreich da seid. Ne? Genau. So. Danke und für die nachträglichen Geburtstagswünsche auch nochmal da. Stimmt ja, du hast ja Geburtstag gehabt. Ne? Und ich habe ja vorhin schon, haben wir schon darüber gesprochen, er ist nur unwesentlich. Immer noch ein junger Hüpfer. Älter als ich, ne? Also ein ganz kleines bisschen vielleicht. Leichte Patina. Meinst du? Ja, genau. Ja. Ja, schön auf jeden Fall. Für alle diejenigen, da muss ich natürlich mal ein bisschen was zu erzählen, für diejenigen, die jetzt Musti nicht kennen. Ne? Also Musti, wer ist denn das überhaupt? Warum ist der heute im Toreis Producer Talk? Ja, erstmal ist er ein cooler Typ. Ne? Also das ist schon mal eine gute Voraussetzung, einfach in diesem Talk zu sein. Und das ist die eine Sache. Und immer wieder geht dieses blöde Bild hier auf. Das ist auch so das Problem, warum es hier irgendwie hakt. Ich muss das mal eben wie gerade hier in den Griff kriegen. Einen kleinen Augenblick nochmal. Das ist... Einen schönen Gruß nach Franken auf jeden Fall. Grüße nach Hamburg. Grüße aus Iserlohn. Yeah. Grüße aus Hannover. Hier regnet es übrigens tierisch gerade. Ja. So. Also, wer ihn nicht kennt, der kennt zumindest seine Musik, aber vielleicht habt ihr ihn auch schon mal im Fernsehen gesehen, da ist er natürlich auch schon gewesen und als Juror, nämlich bei DSDS, aber das war ja auch nur so ein kleiner Kurztrip. Fernsehen ist eigentlich gar nicht so dein Ding, oder geht so? Ganz ehrlich, und wie? Ich liebe Fernsehen, weil du, das hast du ja zum Beispiel auch, wenn du Filmmusik machst. Du hast ja dann immer diese beiden Gewerke, die zusammenkommen und dann jeweils das eine das andere Gewerk nochmal größer dastehen lässt. Ne? Also eine Musik ist immer geiler mit einem geilen Bild und andersrum irgendwie ist das Bild natürlich schöner, wenn die Musik stimmt. Und so ist ähnlich ist es beim Fernsehen. Ich habe so ein bisschen Blut geleckt und finde Fernsehen super, wenn es was mit Musik zu tun hat. Okay, ja, aber für diejenigen, die jetzt noch nicht... Ciao Juan, Grüße in die Schweiz. Ja, wir haben hier wirklich ordentlich, wir haben auf jeden Fall ordentlich Leute dabei. Sieht gut aus.
Sorry Leute, wenn ich zwischendurch noch mal ein bisschen hier rumfummel, das liegt daran, da ich versuche hier doch gerade das System nebenbei wieder ein bisschen flockig zu bekommen. Ihr müsst wissen, Matthias ist Perfektionist. Ja, nicht nur das. Perfektionist. So, kommen wir mal zurück jetzt hier. Und zwar, da ist er ja, wie gesagt, der Musti. Horny kennt ihr sicherlich auch noch. Was interessant ist natürlich, wenn man so ein bisschen seine Biografie guckt, dann finden wir natürlich Horny. Der Typ hat wirklich alles geremixt, was möglich ist. Ne? Von Backstreet Boys bis auch von Backstreet Boys bis Michael Jackson. Und was würdest du eigentlich sagen, was war dein persönliches Highlight, wo du sagst, ey, das war das Geilste, was ich irgendwie mixen durfte? Also nicht das Erfolgreichste? Ja, schwierig. Also man muss ja eine Sache sagen. Ich bin ja so ein Kind der 90er, also ne, klar, älteres Baujahr, aber so die 90er waren so mein Jahrzehnt und das war auch diese ganze Remixerei, die war ja dann auch extrem in und da wurdest du natürlich immer in einem Atemzug mit den Leuten, die du remixen durftest, genannt. Deswegen ist es natürlich toll, wenn du Michael Jackson, Quincy Jones, wie auch immer. Ja. Aber es gibt so Remixe, zum Beispiel die Anne Nesby, ne, also die Frontfrau von Sounds of Blackness zum Beispiel, das ist so eins meiner Lieblingsremixe. Ich finde meinen Moloko-Remix finde ich ganz gelungen und so zwei, drei andere. Aber das Schöne ist ja, dass es wie so ein Baukasten-Lego-Spaß, den man da hat, wenn man irgendwie einen geilen Vocal hat, den man dann remixen darf. Das ist eigentlich das größte Geschenk für Musiker, für Produzenten, für wen auch immer. Okay, in der Tat natürlich. Ne? In der Tat. Aber lass uns nochmal kurz zurückgehen. Ich möchte ja noch ein bisschen was gerade über den Produzenten halt auch wissen, Musti, beziehungsweise DJ. DJ war eigentlich zuerst da oder der Producer? Ich würde fast sagen Producer, weil wenn ich mich überhaupt Produzent damals nennen durfte, weil ich habe im Prinzip angefangen als Organist. Ich habe ein bisschen Orgel gelernt mit dem im zarten Alter mit 14. Habe dann von meinem Vater mein erstes Keyboard. Das seht ihr genau hinter mir ist noch der JX3P von Roland. Den habe ich immer noch. Den benutzt Tino, also Purple Disco Machine benutzt den auch gerade. Den habe ich immer noch seit damals, also seit Ende der 80er. Und habe dann in Bands gespielt und war im Prinzip fast, will ich sagen, am Anfang eher Musiker, Musikproduzent, auch schon die ersten Sachen. Und DJing kam erst später, als ich dann quasi als Student Geld brauchte. Und da habe ich gesagt, oh, ich habe so eine kleine Plattensammlung, lass mich mal auflegen. Und dann ging es los. Okay. Wo du gerade, das war sogar eine Frage nämlich gewesen. Was war dein erster Synthesizer? Da wissen wir natürlich jetzt auch schon mal Bescheid, welches das war. Aber wo du auch schon gerade gesagt hast, ja, Musik, Orgel, das ist das, was du spielst. Das sind die Musikinstrumente, die du spielen kannst, Orgel oder beziehungsweise Piano oder so Klavier. Ich bin kein guter Pianist, ne, aber es ist halt alles. Klingt aber schon ganz gut, wenn du spielst. Ich weiß, was ich zu spielen habe, damit die Leute beeindruckt sind. Also insofern alles gut. Das kenne ich. Genau, aber nee, Spaß beiseite. Also ich habe Orgel damals lernen dürfen. Das war zweimanualig mit dem Basspedal. Also es war schon anspruchsvoll. Und habe mir dann eigentlich den ganzen, also das war ein Jahr lang mit 14, habe mir dann das alles andere, also auch Harmonie, Lehre und so weiter, alles selber beigebracht und spiele eigentlich auch fast ausschließlich alles selber auf meinen Produktionen. Aber natürlich dann, wenn die richtigen Musiker mal ran müssen, dann habe ich natürlich auch ganz, ganz tolle Leute hier in meinem Umfeld, die einfach geile Instrumente spielen. Okay, das ist natürlich auch wichtig, dass man mit Leuten auch zusammenarbeitet. Das haben wir letztes Mal auch im Gespräch mit Tino, Purple Disco Machine, ja auch erfahren. Der hat ja auch ein bisschen was darüber erzählt. Und da hat er natürlich auch über diese Erfahrung natürlich auch gesprochen. Du hast jetzt vorhin erzählt, DJ, Producer. Angenommen, ich würde dich heute von der Frage stellen. Du darfst nur noch. Also DJ und Producer, du darfst nur noch eine Sache machen. Für was würdest du dich entscheiden? Boah, gemeine Frage ever. Wahrscheinlich würde ich mich für den Produzenten entscheiden und dann irgendwann mal live spielen. Da gehört ja vielleicht auch ein DJ-Gig dazu. Ja, auf jeden Fall. Jetzt bist du ja schon eine ganze Zeit lang dabei. Was würdest du eigentlich sagen, was sich für dich geändert hat? Ich meine, du kommst ja auch noch aus dem, du hast ja sogar noch eine Konsole da, ne? Was hat sich eigentlich bei dir in der Produktion geändert? Wenn du einfach mal 20 Jahre zurückdenkst, wie produzierst du heute, wie produzierst du früher? Ist das anders, einfacher oder wie sieht das für dich heute aus? Es ist anders. Es ist natürlich, ich meine, ihr seht hier hinter mir tatsächlich noch die Konsole, auf der hat alles angefangen. Da wurde damals, also gerade die Deutschen, die kennen es, da wurden damals die ersten Alben von Fury the Slaughterhouse drauf gemixt.
Auf dem Pult? Auf dem Pult. Das okay. ist das Originalpult. Damals in den Peppermint Park Studios. Und ja, für uns ist wir sind eigentlich eine witzige Generation, weil ich habe halt tatsächlich noch damals irgendwie auf einem großen Pult gearbeitet, mit 24 Spurbändern aufgenommen. Und du hab dann später quasi mit meinen 6 Samplern, die ich hatte, dann die Stimmen, die ich aufgenommen habe, alle nochmal in den Sampler gepackt, dann wieder neu arrangiert und so weiter und so fort. Es war so ein bisschen anstrengender, aber du bist natürlich durch die Arbeitsweise auf tierische Ideen gekommen. Ja. Und bist natürlich durch die Digitalisierung heutzutage, hast du unendliche Möglichkeiten. Und man wird, ich will nicht sagen, man wird fauler, aber man muss sich manchmal dazu zwingen zu sagen, ich will diese Möglichkeiten, die ich habe, die brauche ich alle gar nicht. Also ich will schon so ein bisschen lieber einige Sachen benutzen, die aber dann richtig gut können und dann auch mal gewollt Fehler machen, damit irgendwas Interessantes bei rauskommt. Aber ich mag, um das kurz abzukürzen, ich mag die Kombination zwischen digitalem und analogem Sound. Ja, ich habe es vorhin schon, also ich durfte vorhin schon ein bisschen was hören wieder. Ihr natürlich nachher auch noch. Was ja natürlich auch gerade so, ist das ein aktuelles Projekt oder so? Ja, oder ist was der zweitletzte Remix, den ich gemacht habe. Okay, genau. Da hören wir auf jeden Fall gleich nochmal, ja, das, so sieht das schon mal aus. Da hören wir auf jeden Fall auch gleich rein. Um da mal ein bisschen Sound natürlich von Ihnen zu hören. Aber bevor wir das machen, ich wollte natürlich trotzdem noch ein bisschen was auch für die Leute noch mal fragen. Mich, und frag mich aus, quetsch mich aus. Ich will alles wissen halt. Ne? Jetzt bist du natürlich hier in Hagen geworden und bist ja eigentlich ein bekannter Produzent. Du warst ja überall unterwegs, bist ja eigentlich als DJ, bist du ja, so ist ja auch England deine zweite Heimat so ungefähr, oder? Zurzeit auf jeden Fall, Zurzeit, ne? Kam irgendwann mal der Gedanke, auch auszuwandern, wo du sagst, also Deutschland hält mich nichts mehr, oder sagst du, nee, ganz im Gegenteil? Es ist eine gern gestellte Frage tatsächlich, und am Anfang meiner Karriere, also als ich so ein bisschen bekannter wurde, haben die Amis lustigerweise gedacht, ey, der Typ, der kommt auch aus England, und die Engländer haben gedacht, der Typ, der kommt auch aus Amerika, aber keiner hat gedacht, ich komme aus Deutschland. Vielleicht dem Sound geschuldet, was ich damals so gemacht habe, war ja schon sehr international amerikanisch vielleicht, wenn man sagen will. Insofern ist es für mich eigentlich egal, wo du bist. Wir sind ja mittlerweile alle vernetzt irgendwie, und solange wir in Hannover hier noch einen Flughafen haben und einen Bahnhof, bleibe ich erstmal hier. Ich finde es tierisch, und die Welt ist im Prinzip mein Markt. Es macht Spaß, wie es so ist. Und wer es in Hannover schafft, schafft es überall. Ja, ich meine, du hast ja auch eine ziemlich coole Homebase hier. Ne? Also, ja, schön. Ne? Ihr habt sie am Anfang gesehen, das ist schon sehr beeindruckend hier. Ne? Also ich habe sofort auch gesehen, also da so 2-3 Stellen, da war ja noch ein Studio frei oder so, oder ein Platz zumindest, da würde ich auch gerne noch einziehen. Ne? Jederzeit. Also, schönes Fleckchen, und auch so, wenn man mal rumgeht, wir haben gerade noch in der Küche da schön noch das Pizzachen, die wollten wir eigentlich ja noch hier ausdiskutieren, nein, die Pizza gegessen. Das heißt also, für dich kommt das erstmal nicht in Frage, hier von Hannover wegzugehen. Wichtiger Punkt finde ich heute in der Produktion, du hast zwar gesagt, ja, du machst so, wie du es machst halt, aber für mich ein wichtiger Aspekt ist heute auch, wie die Leute Musik konsumieren. Das ist natürlich gerade Spotify, reden wir natürlich dann darüber. Inwieweit berücksichtigst du das? Ich meine, du hast noch 1 Million Follower oder beziehungsweise monatliche Hörer bei Spotify. Inwieweit nimmst du da Rücksicht darauf, dass muss jetzt Spotify-konform sein? Ist dir das egal, oder sagst du schon, die ersten 30 Sekunden mache ich knackig? Naja, du machst natürlich irgendwie, wenn du Remixe machst, ich habe ja immer eine Extended-Version, dass du sagst, das ist halt clubtauglich, machst davon immer noch ein Edit, also wie so eine Art Radio-Edit früher, der heutzutage eventuell auch ans Radio geht, aber natürlich auch für Spotify dann relevant ist. Das ist okay, und für mich ist es im Prinzip egal, wo die Musik rauskommt. Hauptsache, die Musik ist gut. Ob das bei Spotify rauskommt, ob das auf dem Vinyl ist, ob das wie auch immer, das ist alles gut. Ich finde Spotify eine gute Sache. Ich würde es begrüßen als Künstler, wenn im Prinzip die Künstler noch ein bisschen geiler entlohnt werden würden, sage ich mal. Das ist aber ein Prozess, der in Gange ist. Also da schauen wir einfach mal. Ja. Aber ansonsten eine legendäre Plattform, auf der man, also ich habe so viel Musik schon über Spotify entdecken dürfen. Das ist super. Und ich finde das gut. Okay, also Spotify, dann sagen wir generell Social Media für dich
Segen oder Fluch oder beides zugleich? Wahrscheinlich beides zugleich. Ich finde es natürlich ein Segen mit den Möglichkeiten, die man hat. Also die Leute, die ich schon über Social Media, über Instagram, über was auch immer getroffen habe und kennenlernen durfte, Künstler oder Leute, die man angeschrieben hat und wo man dann auf einmal irgendwie eine Platte zusammen macht und so. Das ist schon echt, Platte sage ich auch noch, ne? Eine Platte macht, ne? Genau, einen Track zusammen macht, das ist super, aber es muss jemand machen. Also die Zeit, die dabei drauf geht, ist natürlich schon immens. Ich merke das auch, muss mich selber auch mal ein bisschen immer disziplinieren. Einige meiner Kollegen haben das natürlich perfektioniert. Die haben dann wirklich auch einen Social-Media-Beauftragten und so. Wir machen das relativ in-house. Ich habe zwar auch meine liebe Juliane, ich weiß nicht, ob sie zuguckt. Die macht natürlich viel, aber versuche auch vieles selber zu machen. Ich glaube, das merkt man auch, wenn ich hier meine Studio-Videos und so mache. Ja. Und das ist dann schon cool. Das ist mir auch wichtig, ehrlich gesagt. Das finde ich, glaube, das finden die Leute auch sehr interessant. Ja, also jetzt haben wir natürlich ein bisschen was über den Musti erfahren, wie er so tickt, auch als Mensch. Das wollten wir auch wissen. Und wo kommst du überhaupt her? Was machst du überhaupt? Aber wenn natürlich, weil du ja so cooles Zeug machst, würde ich mich natürlich oder auch den Leuten da draußen interessieren, wie du das eigentlich machst. Also wie fängst du eigentlich an? Also was ist, wenn du sagst, ich mache heute einen Remix? Ne? Also oder das ist eigentlich noch eine Frage, die muss ich vorwegstellen noch einmal. Ich glaube, ich kenne mehr, also viel mehr Remixe von dir als eigene Nummern. Ja. Was ist dir eigentlich lieber? Naja, wenn du mich als Künstler fragst, dann müsste ich ja eigentlich antworten, normalerweise ist es besser, wenn ich mehr eigene Nummern mache. Genau. Aber diese Remixen, das ist, wie ich schon eingangs sagte, das ist für mich wie ein Sandkasten, wo ich einfach reingehen kann, ich kann mich austoben, das macht mir tierisch Spaß. Hab natürlich manchmal, fallen mir Remixe einfach echt leichter als eigene Produktion. Ich habe super viele Ideen, Sachen, die ich noch nicht fertig gemacht habe und bin so kritisch mit meinem eigenen Zeug, vielleicht kennt ihr das selber, dass man macht was für andere und es ist eigentlich die gleiche Arbeit und auch genauso gut, aber das geht einem leichter von der Hand als jetzt ein eigenes Stück und das ist so ein... Bist du dann noch kritischer bei deinen eigenen Sachen? Extremst. Okay. Sagen, ist das jetzt gut genug und leg mal lieber nochmal unter das Kopfkissen und dann komm mal später und so. Also. Man merkt schon, dass du natürlich da so bei den Sachen, die du auch machst, da schon ein hohes Niveau da hast. Das ja, würde ich schon mal sagen. Hoffe ich, finde ich auch toll, dass du es sagst. Aber wie gesagt, bei meinen eigenen Sachen bin ich nochmal so. Und es ist natürlich auch, ich nehme ja oft bei meinen eigenen Sachen doch trotzdem vielleicht etwas mehr Freiheiten. Wer meine Alben so kennt, ich habe jetzt 3 Künstleralben machen dürfen und die sind alle unterschiedlich. Und daran sieht man auch, dass ich Musikliebhaber bin. Manches ist es ein bisschen rockiger, dann kommt mal eine coole Ballade, dann kommt mal irgendwie so ein Reggae-Ding, dann kommt mal whatever und das nehme ich mir als Künstler einfach raus. Das ist mir wichtig. Was kommt denn als nächstes? Als nächstes, ich meine, zurzeit, wie es allen wahrscheinlich... Hast du ja viel Zeit gehabt. Ja, jetzt. Ich habe viel Zeit gehabt, aber ich habe natürlich auch echt Bock auf geile Clubmusik. Und vielleicht wissen das die meisten von euch, vielleicht einige nicht, aber ich bin natürlich stolzer Besitzer von Peppermint Jam Records, einem Label, was es mittlerweile ja auch seit fast 30 Jahren gibt. Und da haben wir richtig geiles Zeug in der Pipeline. Also kommt. Ich darf verraten, es kommt ein fettes Stück mit Jocelyn Brown, es kommen 2 fette Stücke mit Roland Clark, ein großer Klassiker, eine Bootsy Collins Nummer ist am Start, schon mit fetten Remixen. Also das wird noch ein heißer Winter, ihr Lieben. Sehr, sehr schön. Da freuen wir uns natürlich schon mal auf, dass wir wissen, dass da noch was viel kommt. Schüssel. Viel Schüssel. Viel Schüssel, sehr gut. Aber, also nochmal zurück zu meiner Eingangsfrage, da hatte ich ja gesagt, okay, wie fängst du eigentlich an? Also jetzt kriegst du meinetwegen, nehmen wir mal das Beispiel bei einem Remix. Mhm. Also da, wie fängst du da eigentlich an, dass du sagst, das ist jetzt meine Art und Weise, wie ich zum Beispiel, da kommt jetzt ein Track rein und jetzt spiele ich erst die Chords. Ich könnte mir gut vorstellen, so wie du bist, irgendwie, du stellst dich denn ans Piano irgendwie und spielst erstmal die Chords dazu. Also es gibt natürlich verschiedene, also jeder Weg ist richtig, sagen wir es mal so, weil manchmal hast du auf einmal eine geile Beat-Idee, dann machst du einen Beat und sagst, oh, ich weiß noch nicht, wofür ich den benutze, aber dann hast du halt einen guten Beat gemacht und der passt dann eventuell irgendwie auf die Nummer, die du gerade am Start hast. Ich mache jetzt mal ganz kurz, also ich habe ja gerade einen neuen Remix machen dürfen für Dennis Cruz auf Crosstown Rebels, also eins meiner Favorite Labels, das Label von Damon Lazarus. Ich weiß gar nicht, ob wir den Sound jetzt da direkt rüberschieben. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz, warte mal, nicht schließen erstmal. Das müsste eigentlich alles klappen. Ach so, das machen wir direkt über die Genau, DRW. Das machen wir hier über die Dings. Kann ich euch mal meine Logic-Session zeigen, weil da will ich euch mal sagen, das ist zum Beispiel, da habe ich den Vocal gehört vom Original, habe gesagt, boah, ist der schön. Und für euch als Info, DAW, er ist Logic-User durch und durch. Ne? Also er hat es versucht mit Ableton, die sind keine Freunde geworden. Ja, wir sind auch keine Feinde, aber Logic ist halt,
ist halt so richtig mein Best Buddy. Ne? Das mache ich halt schon lange mit Logic und. Das kannst du auch blind bedienen, meinst du? Ja, das ist schon so mein Ding. Das macht auch Spaß und klingt auch ganz schön gut. Ich will nicht sagen, dass Ableton schlecht klingt, aber Logic klingt. Das ist vielleicht auch so eine Gefühlssache. Ja. Man hat immer toll. So eine. So, Kontakt will er nicht hier, das ist auch nicht schlimm. Ja, wir hatten gerade noch ein bisschen upgedatet, ne? Genau. Ja, schauen wir mal eben. Er macht hier oder macht im Hintergrund das Projekt auf. Ich versuche währenddessen nochmal meine Brille zu putzen. Ganz, ganz wichtig. Ich kann nämlich gar nichts mehr sehen hier. Irgendwie habe ich mir während der Session so richtig schön auf die Brille gelatscht mit dem Daumen und habe das ganze Zeit dafür das Gefühl, dass irgendwas im Mustis Gesicht ist. Dabei ist das meine Brille. So, es kann sein, dass es komisch klingt, deswegen ich ziehe es mal ein bisschen runter, weil ich nicht weiß, was ich auf dem Mischpult jetzt hier rauskomme. Ich hoffe, dass der Sound jetzt hier kommt, weil wir eben noch kleine Probleme hatten mit dem Sound. Oder ein Absturz, nehmen wir auch ganz gerne mal. Genau, oder ein Absturz. Wir haben jetzt hier mal gerade schön Logic gekillt, ne? Oha. Aber wie ihr ja wisst, ist das alles live und deswegen machen wir das nochmal. Genau. Alles ganz entspannt. Und jetzt seht ihr natürlich auch direkt, wie... Ja, genau, das wissen wir, dass du beendet wurdest. Ja, aber da seht ihr, mir geht es nicht anders als euch. Genau, auch bei ihm stürzt Logic einfach mal ab, ne? Genau. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass er eben noch, beziehungsweise den Rechner hast du neu aufgesetzt gerade, ne? Und natürlich sind noch nicht alle Plugins installiert. Genau. Kennt ihr auch das Spiel, ne? Und dann fehlt natürlich am besten noch irgendeine Lizenz. Da lädt er sich erstmal einen Wolf. Ja, das dauert alles ein bisschen. Ich habe tatsächlich ein ganz alter Mac und ich habe den jetzt so auf Geheiß eines guten Freundes, habe ich den echt mal gepimpt. Also das ist jetzt ein richtiger Ferrari mit 1000 RAMs und ROMs und neuer Grafikkarte und so. Und eigentlich flutscht der ganz gut, aber dauert noch ein bisschen. Timing jetzt nicht perfekt gerade, aber... Wir sind am Laden, aber kein Problem. Es sieht aus, als wenn es gleich losgeht. Genau. Deine erste Konsole haben wir ja schon erfahren. Ja. MiTek übrigens. Ich glaube, es ist eine deutsche Firma. MiTek? Ja. Oder MiTek. Ich weiß gar nicht, ob man MiTek sagt oder MiTek. Ich glaube, das heißt sogar MiTek. Ich glaube, ja. Das könntest du recht haben. So, wir schauen mal, ob er das Projekt jetzt zum Laufen kriegt. Sonst nehmen wir gleich das Ursprüngliche, was dann wir... Dann nehme ich das Ursprüngliche, genau. Ich war so frei, ganz spontan mal irgendwie ein anderes zu nehmen, als ich damals auf hatte. Aber alles gut. Ja, manchmal bei Logic beim zweiten Mal funktioniert das dann. Ja, auch Logic ist lernfähig. Aber ansonsten, was vielleicht für euch noch interessant ist, ich habe natürlich hier eigentlich einen tollen funktionierenden Rechner, aber auch viel digitalen Krams da drauf, den ich gut finde. Aber auch mit meiner Konsole, mit einigen ganz, ganz tollen Outboard-Geräten. Also wirklich ganz, ganz feine Kompressoren. Ich sehe das schon. Also das ist alles, ne, das Hu ist Hu. Ne? Genau, also Hu ist Hu und altes Zeug und klingt auch geil. Was schöner U-Reiter unten auch noch. Das klingt doch nach was. Da kommt ja was. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwo... So, jetzt sucht er. Nee, jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken, ob ich da noch euch ein Lied spielen kann. Ja, das ist gut. Warte mal, 19, da gehe ich mal ganz kurz rüber. Ja. Ja, das ist live und da kommt auch schon was. Ich höre auch was. Sehr schön. Da kommt was. So, dann gucken wir uns mal die Session an hier. So, was ich euch eigentlich nur, also ihr könnt den Remix, den gibt es jetzt gerade, ist Dennis Cruz, What You Doing. Mega Mix. Vielen Dank. Finde ich total geil. Ich hatte aber erst nicht gedacht, dass, wie das angefangen ist, habe ich nicht gedacht, dass das eine, also echt, ne? Das ist so klubbig halt, ne? Du machst das ja auch, wie ich auch schon bei anderen Sachen bei dir gehört, aber ich habe nicht sofort gedacht, das ist die Musti-Version. Geil. Nehme ich auch mal als Kompliment. Vielen Dank. War auch so gemeint. Genau, so, pass mal auf, wir machen hier mal ganz kurz nochmal links und dann zeige ich euch mal, dass man im Prinzip hier diesen geilen Vocal hatte. Ja. Den mache ich hier mal auf Solo. Solo. Mhm. Aha. Ah, Vocal Loop brauchen wir nicht. Warte mal. Das ist auch so ein Freund, der ein bisschen einen rausschneidet und einfach so ein bisschen im Hintergrund. I love it. Ja. I love it. So,
dieser geile Vocal. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen anständigen Sound von dem Analog-Lab mal rauskriegen. Das ist ein von Arturia, das mag ich ganz gerne. Das ist eine schöne Kombination von ganz vielen alten Synthes. Und jetzt machen wir hier mal eine schöne alte Orgel, damit ich hier mal meine klassischen Kenntnisse mal zum Besten bringe. Oh ja, du bist ja aber kein Kirchenorganist oder so, ne? Nee. Aber guck mal. Das kannst du hier natürlich. Ja, das sind aber schon Musti-Chords, ne? Genau, da kannst du jetzt. Du kannst halt zu diesen. Ne, so fange ich oft an und gucke nach dem Motto, was passt zu dem Vocal, was fühlt sich gut an, in welche Richtung, ohne dass das Ding jetzt erstmal schon einen Stil hat oder sowas. Ne? Also auch, es kann, also Groove ist an der Stelle noch gar nicht entscheidend für dich. Noch gar nicht. Also da erstmal gucken, was geht, und dann habe ich dann später halt den Groove dann einfach nochmal dazu quasi gebaut. Das ist dann irgendwie einfach hier so ein schön bisschen, ne, schön Oldschool Musti Beats, und das war echt ganz nett. Da gehen wir gleich mal noch drauf näher ein, auf deine Beats, weil die würde ich gerne auch nochmal, das Zeug schüttelt immer, aber dazu hätte ich auf jeden Fall nämlich noch ein paar Fragen, gerade bei den Beats, weil alte Schule auch, viele arbeiten ja mit Loops. Ja. Natürlich, ich habe jetzt gerade gesehen, das sind auch eingespielte Sachen, es waren auch Loops bei, ich habe es jetzt nicht ganz genau gesehen, aber du spielst schon alles selber ein. Ich spiele alles selber ein, habe natürlich, das müsst ihr mir einfach glauben, dass ich natürlich in diesen 35 Jahren, die ich jetzt Musik mache, habe ich natürlich eine Sound-Library. Ja, das wäre auch blöd, wenn du alles neu machen würdest. Ja, die sich gewaschen hat. Also ich klaue eigentlich oft auch von mir selber. Wenn ich so sage, ich habe da mal einen geilen Loop gemacht und den EQ ich jetzt natürlich anders oder mache mal so ein Sidechain und habe durch meine Arbeit auch mit vielen Live-Bands, ich habe ja so viel Percussions und so viel echtes Schlagzeug aufgenommen und Bässe zum Beispiel, also es ist auch oft eine Frage, wie ich zum Beispiel meine Bässe mache und so, das ist halt oft tatsächlich sind echte Bassisten, die mal hier waren, und ich zerhack das Zeug wieder und spiele es einfach neu ein, das ist oft mein Style. Wie organisierst du dich da? Katastrophal. Okay. Katastrophal. Sehr gut. Ist auch ein Weg, um wieder Kreativität zu erlangen, weil du dann wieder neu anfängst und suchst und eventuell was du vor einem halben Jahr mal gehört hast, wieder ganz neu wahrnimmst. Also insofern, ich könnte mich besser organisieren, aber für mich funktioniert es irgendwie. Ich habe da einen Tipp für dich. Erzähl mal. Das ist ziemlich cool. Das nennt sich Loop Cloud. Schon mal gehört? Ja, klar. Da haust du nämlich den ganzen Rotz rein, und der analysiert alles und der weiß erstmal, klar, die Tonhöhe, aber der weiß auch, was das ist. Ob das Gesang ist, ob das nur ein Bass ist, ob das ein Synthi ist, und kategorisiert das. Und wenn du dann was suchst, halt, dass du sagst, ich brauche jetzt einen Bass in einer bestimmten Tonlage, dann zeigt er dir natürlich alles dazu an. Aber eigentlich ist es ja manchmal spannend, dass man nicht genau das nimmt, was man glaubt, was passt. Manchmal nimmt man nämlich das, wo du überhaupt nicht mit rechnest. Ja. Du packst da irgendwas rein und denkst, das geht. Und das macht es dann sexy. Das ist dann manchmal diese Schrägheit oder dieses Abgefahrene, wo du dann so denkst, das ist genau das, was jetzt irgendwie den Track von anderen Tracks unterscheidet. Ja, sehr schön. Also ihr seht schon, der arbeitet eigentlich genauso wie wir auch. Ne? Also das ist alles Zufall, ne? Nein. Auf jeden Fall. Also nein, ein Teil. Also ein Teil ist natürlich immer, auch bei Production, finde ich zumindest ein Zufall. Die besten Effekte, dazu müsste ich gleich bei Horny mal fragen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Wassertropfen da die ganze Zeit durchgehend quasi, nervenderweise, das Charakteristik, die das ausgemacht hat, da laufen zu lassen. War das ein Fehler oder war das gewollt? Das war gewollt. Ich habe oft natürlich irgendwie mit Percussions und damals, warte mal, Horny habe ich damals, war das schon Logic? Nee, das war noch nicht Logic. Warst du mit Cubase unterwegs? Das war Cubase, oder war das Logic? Das war, glaube ich, noch Cubase. Und ich habe meine Sampler gehabt und habe dann natürlich Percussion Sound. Ich glaube, das ist wie so eine Conga gewesen, ein Conga-Ton. Und habe von Lexicon gab es diese LXP1 und LXP5. Das waren so Halbzoll-Dinger. Und da habe ich so ein geiles Delay-Ding gehabt. Und da habe ich gesagt, ey, das klingt super, habe das dann wieder resampled in meinen Sampler. Das klingt wie so ein Wassertropfen. Und dann, und dann einfach reingeballert und dann, habe ich das irgendwie, hat es mich selber hypnotisiert, der Sound. Okay, dann wollen wir nochmal aber doch gerne mal zurückgucken in Logic, weil wir wollen natürlich noch ein bisschen
bei dir reingucken, dir ist ein bisschen über die Schulter gucken. Ja, gerne. Was hast denn du da jetzt reingeladen? Also das ist ein Remix, den ich vor kurzem gemacht habe für Flight Facilities featuring Channel Trass. Also Channel Trass hat es mir extremst angetan. Das ist, ihr werdet den alle kennen, wenn ihr den Vocal hier hört. Oh, wir kriegen bestimmt 150 Claims jetzt. Ja, genau, hoffentlich. Oh, that shit lights up like, oh. Ne? Also der Typ mit dieser geilen, tiefen, da machst du diesen Hip-House eigentlich. Ne? Wir müssen jetzt immer darüber sprechen, sonst samplen sich das alle. Genau. Da habe ich auch mehrere Mixe gemacht. Das ist ein grooviges Ding. Mehrere Mixe, konntest du dich nicht entscheiden, oder? Mache ich oft, dass ich viele Ansätze habe und mich dann einfach für den Besten entscheide. Und wenn ich Bock habe, dann mache ich halt noch einen Mix und kriegt man dann so als Goodie mit dazu. Ja, wir können ja mal, also könntest du mal durchgehen, was du so alles in so einem Track hast? Also jetzt haben wir natürlich jede Menge da drin. Genau, ich gehe mal hier einfach so, ne, also die Originalparts, ne, ein paar Effekte. Channel, Trash. So, da ist gerade gar nichts. Wir können uns ja mal so einen Achter-Loop machen am besten, wo alles läuft. Jawohl, Herr Doktor. Das war jetzt nur ein Vorschlag. Christe. Warte mal. So, da merkt ihr schon, was ich mache. Das ist jetzt eine Bassspur, ja? Wie ihr unlängst hören könnt. Und den spiele ich im Prinzip dann, obwohl auf der Bassspur nochmal eine ganz andere Linie ist, aber der wird dann, den packe ich mir zum Beispiel auf die Tastatur. Ja, super. Ne? Und dann kannst du egal, ne, bist kein Bassist und machst trotzdem einen geilen Bass, weil der Sound an sich gut ist und kannst jede coole, hausige, funkige Linie dir ersinnen. Und das mache ich sehr, sehr gerne tatsächlich. Also das ist wirklich, wirklich geil. Hier ist eine Gitarre aus einem meiner Sessions. Ich habe ein Albumstück mal gemacht, da hatte ich die Gitarre nicht benutzt. Ne? Die ist ganz schön gestückelt, oder? Genau. Ne? Damit das auch ein bisschen diesen Sample-Charakter bekommt? Genau. Sample-Charakter und vielleicht auch das Timing, was ich haben will, weil manchmal ist die Gitarre dann ein bisschen shuffeliger gespielt oder ein bisschen zu vorne und so mache ich es dann so, wie ich es haben will. Hast du das jetzt alles von Hand geschnitten? Oft mache ich es per Hand, ja. Du hast ja dann so eine Einstellung, wo du im Prinzip die Transienten hier rauskickst, genau, genau. Und dann schiebst du es hin, das geht auch. Ja. Und ihr seht hier links seht ihr, dass ich natürlich auch mit diversen Plugins dann arbeite, um das Ding nochmal geil zu machen. Das nicht, Universal Audio ist natürlich sehr, sehr geil, wenn du gerade mit... Gerne darfst du uns was dazu sagen. Sehr gerne. Also wenn du uns mal erklären magst, was du da alles... Also vielleicht machen wir einfach mal aus, wie es so ohne klingt. Gerne. Ich hoffe, das ist ein Unterschied. Ja. So, hör mal. Ja, das ist der Original Soundshifter, lasse ich an, weil die Tonart hier eine andere ist. Ja. Dann nehme ich oft immer, um es einfach untenrum frequenzmäßig sauber zu halten, nehme ich natürlich unten einfach ein bisschen Schmutz weg. Genau. Ne, das kennt ihr alle. Ich finde dieses Chris Lord Alge, dieses Gitar-Dings, das ist halt... Tino auch, sein Liebling. Ja, ne? Sein Lieblingsding. Ja. Übrigens wollte ich vorhin noch eine Sache einwerfen, wo du sagtest, deine Library. Da muss ich eigentlich sagen, Tino hat ja letztes Mal zugegeben in seinem Reis-Talk, dass er schon seit Jahren die gleiche Bassdrum nutzt. Echt, ne? Vollkommen okay. Hat er dem Erfolg von Tino keinen Abbruch geleistet. Nee. Ja, Dings ist natürlich, also Purple Disco Machine kennt ihr natürlich alle, der hat natürlich auch seinen eigenen Sound mittlerweile. Aber du ja eigentlich, ne? Auch, warum nimmst du deine, aber das machst du nicht, immer die gleiche Bassdrum. Nee, also bei mir ist es so, dass ich mich selber sehr schnell langweile. Und dann sage ich auch irgendwie, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe einen Remix für Mike Dunn gemacht vor kurzem, If I Can't Get Down, und da habe ich mit Absicht meine 90er Jahre Library geladen. Aus den Remixen, wie ich es damals gemacht habe. Und habe dadurch wieder total den Kick gekriegt. Habe gesagt, oh geil, jetzt macht das wieder Spaß. Und habe dann extra wieder die Sounds genommen. Also ich wüte immer so in meinem eigenen Müll rum. Und das macht total Spaß. In deinem eigenen Müll, der ist auch gut. Ja. Ja, aber ihr merkt hier mit dem Electric Late Night so ein bisschen Verzerrung, ein bisschen Effekt. Das macht schon ein bisschen was. Ein cooles Plugin auf jeden Fall. Genau. Oh ja. Pultec natürlich hier ein bisschen oben rum, wunderbar. Was ist das hier? Ja, und natürlich ein schön bisschen Kompression auf die Gitarre. Und das klingt halt sofort einfach so, wie es klingen soll. Richtig. Kommt der Dreck auch noch mal ein bisschen weiter raus. Genau. Ne?
Ja, dann haben wir hier die Bassspur. Ne, da habe ich gar nicht viel mit EQ gemacht und so. Das ist halt ein bisschen hier der Limiter drauf, Teletronics. Und ein geiler Kompressor natürlich hier, der Fairchild. So, was euch interessieren mag, sind natürlich die geilen. Aber gehen wir mal hier zum Chorus. Ach, oh, diese Stimme von den Typen. Unglaublich. So geil, ne? So, schaut mal. Das ist dann hier ein bisschen Beats Musti-Style. Ich habe aber gerade gesehen, da steht Purple Crank Hats. Crackheads, genau. Das ist, da habe ich von Tino geklaut. Einen schönen Crack. Genau, okay. Von einem Crack und Smark Remix. Und hab, guck mal, das ist eigentlich ganz geil. Das zeige ich euch mal. Einfach nochmal so ein kleiner Ding, aber hier mit dem Kickstart, also im Prinzip ein Sidechainer. Ja. Ne, so klingt das dann. Und mit so einem Sidechainer kriegst du es halt komplett so, weißt du, dann kannst du im Prinzip, ob du die Hi-Hats rausschneidest. Ja. Aber so hat es halt dann nochmal so einen eigenen Touch und macht so ein bisschen Bewegung, ein bisschen Tempo in dem Chorus. Ansonsten hast du natürlich hier viel einzelne Sounds, also, ne, hört ihr so ein bisschen rechts die. Ne, da wird dann ganz stoisch nochmal natürlich mal mit Hand. Ihr seht auch, dass ich oft mehrere Sounds übereinander lege, also auch zwei, drei verschiedene Bassdrums, weil ich sage hier, von dem einen nehme ich jetzt nur den Hall und mache da jetzt, benutze nur die mittleren Frequenzen. Ne, und wenn du eine rausnimmst, ist es dann schon wieder irgendwie, fällt der ganze Beat auseinander. Also da lege ich sehr viel Wert drauf. Ne? Ja, und so groovt das doch schon, oder? Ich finde, das groovt. Und so von der Arbeitsweise, du machst das jetzt, ich habe vorhin gesehen, dass du ja, also du bist ja trotzdem noch die ganze Zeit an die Konsole gegangen. Genau. Also du hast jetzt hier, da warst du gewesen, du hast hier zwar, einen Großteil machst du intern. Wie ist das für dich so? Ich sehe jetzt hier nicht, ich habe zum Beispiel noch so ein Softtube, ich brauche immer irgendwie sowas, wo ich dran drehen kann. Super. Also ich habe hier mein Keyboard, damit mache ich natürlich die ganzen MIDI-Geschichten, aber im Prinzip ist mein Workflow so, dass ich natürlich schon meine Busse hier habe, dass ich zum Beispiel weiß, diese Beats, die gehen oft hier auch durch den... Das wäre nämlich die nächste Frage, Busse. Arbeitest genau. du nämlich eher so klassisch auch, also weil du nämlich ja ein Kind von früher bist und da haben wir immer auf den Konsolen mit Bussen gearbeitet, genau. weil sonst, das wäre ein Wahnsinn gewesen. Genau. Ne? Also ein Bus ist für eure, ist das nochmal so eine Zusammenführung der Signale auf einem Stereokanal oder so, den ihr halt noch extra bearbeiten könnt. Das habe ich jetzt zum Beispiel hier. Genau, also für die, die es nicht wissen, ne? Also immer die Erklärung von unserem... Genau, ne? das ist zum Beispiel mein Beat-Kanal. Genau. Da lasse ich nochmal den Beat durch den... Ne, ihr merkt, dass der SSL-Kompressor hier nochmal schön zusammenführt. Ach, der genau. Der schöne. Genau. Und dann hier noch einen kleinen Buskompressor hinterher, der macht richtig was. Und die gehen trotzdem, obwohl ich hier eigentlich schon fast zweimal komprimiere, gehen die nochmal durch das Pult, okay. was eigentlich auch eine Kompression allein durch den Kanalzug macht. Und das wird aber nochmal durch einen anderen Hardware-SSL-Kompressor gejagt. Und da immer überall mit einer geringen Einstellung. Und das macht dieses wunderbare Pumpende und diesen ganz besonderen Musti-Sound, wenn ihr so wollt. Okay. Ja, da hast du natürlich das jetzt genug Zeit gehabt, um zu üben. Ja, das auch, aber du darfst natürlich auch nicht, willst ja nicht zu viel verraten. Doch, Logo. Mir ist das, ich will, dass die Leute das wissen, wie ich das mache. Das ist gut. Wenn du das aber so machst, das heißt, welche Wandler hast du hier eigentlich? Ich habe eine RME-Karte hier drin und habe hier einen wunderschönen SSL-Wandler. Okay. Und wo ich immer früher gedacht habe, das ist doch alles scheißegal. Aber ich habe auch eine wunderbare Clock tatsächlich von Apogee. Eine Clock ist ganz, ganz wichtig. Also im Prinzip synchronisiert die viele oder die meisten Digitalgeräte und sogar das macht was am Sound. Ja, Timing ist natürlich da auch wichtig, ne? Weil ich auch gerade, das ist nämlich auch schön, da würde ich ja fast mal drauf schauen. Ich weiß es gar nicht, ob es bei dir so ist, weil ich weiß, wir haben vorhin darüber gesprochen, wir waren auch mal im gleichen Studio vor langer Zeit, wo wir noch jung waren. Und habe ich aber von einem was gelernt, das habe ich mir eigentlich noch weitergezogen, wenn ich mir nämlich einen Track oder eine Hülle angucke, also ich bin immer dabei, das Timing zu schieben und anzupassen. Ja. Ist das bei dir auch so? Das und heißt, wie? Also und bei mir ist eigentlich ständig so das Erste. Wir gucken mal ganz kurz rein, vielleicht sieht man das hier an den Beat-Dingern. Hier, Delay, genau. 13 Ticks. Ganz also genau. Plus 13, also ich verschiebe die Grooves in sich.
Also ich sag mal so, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir werden natürlich alle wie hieß die? Hieß die Voodoo, die Platte von D'Angelo, wo im Prinzip die Beats in sich so, aber so einen geilen Groove dadurch entwickeln. Und das kannst du bei Hausmusiker im Prinzip auch machen. Und dadurch bekommt es Leben. Und das ist, deswegen arbeite ich immer. Auch wenn du eine stoische Vierviertel-Bassdrum hast, habe ich oft zum Beispiel noch ein Hi-Hat-Track von einem, von einem echten Drummer gespielt, der in sich irgendwie groovt. Und dadurch kriegst du so ein Leben in den Track rein. Dein eigenes bisschen statischer. Ganz genau. Und darüber dann nochmal das Leben gesetzt. Genau. Und so. Ja, diese Kombination macht das auch aus. Ich finde halt nur Timing, vernachlässigen manchmal die Leute, ist auch ein wichtiges Element, um einen sauberen Mix zu bekommen. Ne? Also wenn du auch, wenn das Timing schon nicht stimmt, dann wird auch, also aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dann wird auch der Mix nicht sauber, dann wird das auch unruhig natürlich. Ne? Gerade beim Bass ist ja eher so die Tendenz, ein Bass, der zu früh kommt, der macht ja eher das, also meine Erfahrung, kaputt, als wenn er zu spät kommt. Mhm. Auch wie Stimme. Hat mein Studiobesitzer gesagt, Mann, egal, Stimme kann ruhig zu spät kommen. Aber wenn die zu früh kommt, dann zerstört sie den Groove. Ja, genau. Du hast natürlich, also das sind so diese kleinen Tricks, auf die man achten muss, weil vieles, gerade wenn es um groove-lastige Musik geht, dann machst du halt mit etwas mehr Laidback, gewinnst du mehr. Aber gerade moderne Produktion, ich finde das immer phänomenal, wenn du genau hinweist, ist die Bassdrum wahrscheinlich viel zu früh, dann die Snare zu spät und so. Aber wenn, und das ist der Begriff von Groove. Ja. Nimm ein Element raus und alles fällt zusammen. Aber dann hast du drei Elemente, die genau so funktionieren. Genau. Und das macht Groove. Also eigentlich kann man es sich erklären, man muss es hören. Ja, also das ist auch eine Sache, wo du viel experimentierst beim Groove. Da gibst du dir auch, also sag ich mal, ist das ein großer Teil der Also meine Beats, ja, meine Beats sind mir schon sehr wichtig. Das ist schon wirklich so. Und ich glaube, wenn die Leute vielleicht sagen, für mich ist das selber immer schwer zu sagen, das klingt jetzt nach Musti oder so, aber oft sind es die Beats, die sagen, ja klar. Naja, es ist schon so, dass es nach Musik klingt, weil es hat Musik gemacht und der macht natürlich das, was ihm irgendwie gefällt. Der hat ja einen Geschmack, der wahrscheinlich sich nicht jedes Jahr ändert, sondern das ist ja in deinen Genen irgendwie drin. Das heißt, du machst das immer, wahrscheinlich immer wieder so. Der tut das einfach immer wieder. cool. Können wir noch mal ein bisschen schauen, so vielleicht auch sogar noch ein anderes Beispiel, was wir geladen kriegen. Ich gucke natürlich noch mal, dass ich... Bestimmt. Also was wir noch mal gucken können, was ich auch gerne mag, also ich hab euch von Arturia erzählt, finde ich mega für Keyboards, aber ich habe natürlich, und auch da wieder, mein Weg ist die Mischung von digital und analog. Ich habe hier tierische Keyboards, ich spiele gerne Wurlitzer, ich spiele gerne Rhodes, das ist für mich immer besser als die digitale Lösung, aber es gibt so viele geile Keyboards hier drin und ein Go-To-Keyboard, was ich habe ich in der Zwischenzeit mal geladen, ist zum Beispiel von Crow, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ach, die sind so geil, die Sachen, ey. Also geile, also natürlich benutze ich Live-Bässe für meine Bässe. Die kannst du auch so klingen lassen wie ein Dings-Bass, wie ein elektronischer Bass, aber zum Beispiel so Keyboards und so, hört euch das mal an. Ne? Und das mag ich zum Beispiel gerne, diese Geschichten hier. Von Crow. Und warte mal, es gibt ja auch einen Bass-Lab nennt sich das. Das ist auch sehr amtlichst. Ja, schauen wir mal. Ich gucke hier mal gerade was bei der Kameraeinstellung. Ne, also auch da der Bass. Einfach geil. I love it. Sweet 90s, 90er. Einen schönen Gruß an Tino. Ja, genau. Absolut. Klingt vertraut. So, ich muss hier nochmal eben was einstellen. Also auch geil hier für, das kann ich sehr empfehlen. Geile Effekte, geile Instrumente, Crow. Das benutze ich auch gerne mal. Ja, sehr, 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 sehr schön. So. Und was ich oft mache, das muss ich nochmal ganz kurz sagen, oft, wenn mir irgendwas gut gefällt, dann
bounce ich das auch schnell mal. Also ich mache dann einen Audio-File draus. Und wie es hier zum Beispiel aus den Keyboards, die ich hier für den Refrain benutzt habe. Ja. Ne? Doppel die. Ne? Guck mal. Mit verschiedenen Sounds. Das ist gerade nichts, genau die, aber total geil, oder? Und dann manchmal, ja, manchmal hier so noch so Übergänge mit den Dingern. Da merkt man da schon ein bisschen das Filigrane dann auch, oder? Ja, also das macht ein bisschen was, ne? Obwohl das jetzt ganz viele, 5 verschiedene Keyboards sind oder 4, bringt das halt alles was für den Sound und irgendwie macht's was. Und da habe ich dann auch Bock drauf, da bin ich auch ein bisschen der bescheuerte Nerd. An dieser Stelle, Leute, ihr könnt natürlich auch schon fleißig eure Fragen stellen. Wir werden gleich mal eine kleine Q&A-Runde machen. Dann switche ich gleich mal um und dann schauen wir mal, was ihr an Fragen gestellt habt. Die möchte natürlich der, muss die auch mal hier beantworten. Unbedingt. Also, haut jetzt nochmal schnell in die Tasten hier rein. Wir machen gleich mal eine schöne Q&A-Runde und beantworten natürlich so die ersten Fragen, die schon mal reingekommen aber sind. Aber darf ich die mal beantworten, Matthias? Die von dem Viktor? Die holen wir natürlich dann, aber dann gehen wir... Ah, oder willst du Viktor gleich reinholen? Ja, ne, wir holen das dann auf die Bühne, dass natürlich alle sehen können halt auch. Sehr das gut. Heißt, wir gucken mal die Frage von dem Viktor, die holen wir uns hier drauf. Guck mal. Oh, guck mal, moderne Technik machst du. Viktor, erstmal schöne Grüße. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, die du beim Produzieren einhältst und womit man anfängt und so weiter und so fort? Das hat ja Matthias vorhin so ein bisschen kurz angedeutet. Also eigentlich... Nein. Was ich aber immer spannend finde, gerade wenn du Remixe machst, weil du hast ja Originalmaterial, meistens ist es deine Stimme oder sowas, um dann erstmal zu gucken, okay, was machst du mit der Stimme? Gehst du harmonisch ran? Und da macht es natürlich Sinn, erstmal die Stimme a cappella laufen zu lassen, harmonisch zu gucken, irgendwie mit dem Rode so einen geilen Sound. Erstmal nur so, egal, muss nicht der endgültige Sound sein, was kann man machen? Und dann natürlich schon so langsam so ein Beatgerüst bauen. Das macht Spaß, aber im Prinzip ist natürlich alles möglich. Du kannst auch erstmal sagen, ey, ich habe jetzt erstmal Bock auf einen geilen Beat und einen Bass, erstmal nur einen oder zwei Takter, der einfach nur so geil rollt und baust dann alles drumherum. Was ich aber gut finde, ich bin kein Mensch, der produziert und dann sagt, so, jetzt ist das Stück fertig und jetzt fange ich an, den Mixdown zu machen. Sondern bei mir geht das Hand in Hand. Ja, also ich mache hier was, dann gehe ich rüber zum Pult, sage schon, okay, das schicke ich schon mal durch den und den Kompressor. Und, und je mehr ich produziere, deswegen umso fertiger wird der Mix. Ja, also das geht bei mir Hand in Hand tatsächlich. Okay, ich habe hier noch eine weitere Frage, die holen wir natürlich auch hier gleich mal auf die Bühne von den Toni Piche. Die ist natürlich... Hi Toni. Ja, gemeine Frage natürlich. Es gibt natürlich 1000 Künstler, mit denen ich gerne arbeiten würde. Und mittlerweile... finde ich es immer interessant, mit auch jungen und unbekannten Künstlern zu arbeiten, weil ich sag mal so, wenn ich das so sagen darf, ich bin jetzt auch nicht uralt, aber ich war früher auch mal jung und habe irgendwie Flusen im Kopf gehabt und dadurch auch geile Ideen. Und manchmal hat man diese Erfahrung, die einen, ich will nicht sagen, einen blockiert, aber du weißt natürlich, wie Sachen funktionieren, was schön ist, aber manchmal wünsche ich mir auch, weißt du was, ich will das alles gar nicht wissen, ich will ganz naiv rangehen und deswegen oft mal mit jungen Künstlern zusammenarbeiten. Ne? Aber ich sag mal so, wenn du mir ein Weekend hier ins Studio bringst, wäre ich dir auch nicht böse. Also, ich dachte, er wäre schon hier gewesen. Nee, Weekend leider noch nicht, da arbeiten wir noch dran. Wenn das so ist, ich frage mal, ob wir da nicht auch einen Toreis-Talk machen. Unbedingt. Talk Mach machen klar, können. Matthias. Ja, hier ist gerade noch eine schöne Frage, auch als nächstes, hauen wir natürlich auch gleich rein, von dem Carsten. Genau, hi Carsten, mischst du denn analog? Ja. Obwohl man fairerweise sagen muss, weil ja vieles vom Mixdown auch schon in the Box passiert, also im Rechner, ist es wahrscheinlich eine gute Mischung von analog und digital. Aber ihr seht natürlich da das tolle MiTek-Mischpult mit meiner tollen Masterkette. Und es ist schon eine Menge analog, muss man schon sagen. Aber wie gesagt, ich bin da komplett, ich mag die Mischung von beiden. Wo du gerade sagst Masterkette, machst du es selber? Nee, Mastern selber nicht. Also jetzt nur wirklich für die, ich nenne es Masterkette, weil ich halt nach meinem Mix noch einen gewissen Kompressor drin habe und so weiter und so fort. Das ist so ein altes Scheißding,
von BSS nennt sich das, aber für mich hat sich das bewährt. Und so ein paar kleine Tricks halt, auch nochmal vielleicht mit dem Manley, mit dem EQ, aber Mastern selber mache ich tatsächlich nicht selber. Ist auch eine Kunst an sich, muss man sagen. Also ich mache alles selber, ich mische selber, programmiere, produziere und so, aber Mastern selber nicht. Wenn ich zum Beispiel Sachen für Defected mache, die haben natürlich ihre Jungs von Wired, die machen das in London, aber ich habe hier in Hannover natürlich die Time Tools Jungs mit uns groß geworden. Seit 30 Jahren machen wir zusammen, die machen von Depeche Mode, was weiß ich, was für alle. Und das sind meine Go-To-Jungs, also schon echt geil. Aber Mastern ist ja auch so eine Sache, oder? Also totale Kunst. Also vor allen Dingen, wollen wir es mal so sagen, also ein Typ, der sein Leben lang, der super Typ, der mastert Rockmusik und dann kriegt er eine Dance-Nummer von dir. Und hatten sowas noch nie gemacht. Das ist quasi zum Scheitern verurteilt. Ich weiß es nicht. Wenn du ein guter Master-Engineer bist, dann kannst du ja auch sowas. Aber das Problem ist, glaube ich, immer, also ist nur meine Meinung, da hast du auch sicherlich andere Erfahrungen, vielleicht sogar mehr, dass sie vielleicht nicht verstehen, was du meinst. Deswegen ist natürlich auch gut, was du hast ja auch schon bei dir eine Menge drauf, damit du schon mal das Gefühl dafür bekommst, so verstehe ich das, was am Ende überhaupt, wenn man mal richtig Dampf da drauf macht, wie das verändert ja nun mal den Sound. Richtig. Ne? Und dadurch kann einer, der Master, der kann natürlich, also das Ding auch, pumpt vielleicht viel zu viel. Klar, aber ich find's manchmal sogar fast interessanter, Leute an dein Werk zu lassen, die vielleicht mit der Musik nichts zu tun haben, weil du dann einfach ein Ergebnis kriegst, wo du sagst, okay, es klingt jetzt nicht wie alles andere. Okay, ist auch ein guter... Finde ich manchmal wirklich, wirklich geil, aber du hast natürlich recht, ich habe natürlich so eine Beziehung zu den Time-Tools-Jungs, die wissen natürlich, wie ich ticke, die wissen auch nie too much und so. Ich zum Beispiel bei den Defected-Geschichten, also ganz früher, das war schon immer sehr auf die Mütze. Ja. Die wissen natürlich mittlerweile auch, also ich habe zum Beispiel diesen einen Mix für Camelfett gemacht, für Cola und das ist mein Mastering. Also das müsst ihr euch mal anhören, das ist schon so, dass ich sage, alter Schwede, das ist sehr auf die Fresse, aber da kommt alles raus und es klingt einfach tierisch und ich habe alles klar, alles richtig gemacht. Aber ansonsten lasse ich auf meine Hannover-Jungs hier schon nichts kommen. Ja, sehr gut. Auch eine super Frage. Es ist klar, dass du das gut... Aber weißt du was, Matthias, das finde ich ganz geil. Erklär du mir, also erstmal hallo Mario. Ja, hallo Mario. Erklär du mir doch mal bitte, was der SP16 ist, der Squid und der RS1. Ja genau, für die es nicht wissen, die Frage von dem Mario, es geht natürlich um das Torreis Equipment. Also wir haben ja 3 Musikinstrumente mittlerweile gebaut und meine Hoffnung ist natürlich, dass so schnell wie möglich noch weitere dazukommen. So der Plan. Der SP16 ist ein, wenn wir mal vorne anfangen, ist ein Multitrack-Sequenzer, 16 Pads halt, ähnlich wie eine MPC, kennt ihr. Das Ganze haben wir mit Dave Smith zusammen gemacht. Ist echt auch für einen Live-Einsatz gebaut. Das Gute an dem SP16 ist, der hat einen Pro-DJ-Link. Dadurch kannst du dir natürlich direkt in deinen CDJ-Kette mitbringen. Also eigentlich auch live quasi, ne? Kannst du natürlich auch live bringen, ne? Mega. Am Anfang, ich muss zugeben, wir waren mit dem SP16 so, cooles Ding, ist jetzt ein bisschen günstiger als, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt einen Preis gesenkt haben. Es gibt kein Gerät, was... Hat er nie gesagt. Das ist so, das kann man ja nachlesen. Das Gerät war früher teurer und das haben wir gesenkt, ist angepasst. Das war, Musikinstrumentenmarkt war ja auch neu für uns, muss man viel lernen, auch Community, Update-Politik, haben wir viel Prügel auch eingesteckt, muss man sagen, aber wird alles besser. Aber ist echt ein cooles Gerät und man kann damit arbeiten, gut echt arbeiten und das ist auch ein anderer Workflow. Das merke ich immer wieder. Ich habe mal eine MPC Touch gehabt und habe mich dann angeschlossen. So, ne? Mittlerweile habe ich den SP16 wieder da stehen und mache damit einfach mal ein paar witzige Sachen. Ich habe vorhin übrigens gerade von Thomas Gold, ich weiß nicht, ob den kennt, ist eigentlich ein EDM-Mann, der hat gerade auch dafür sogar ein komplettes Dings gebaut, Setup gebaut, ein Sample-Setup, das werden wir euch bald zur Verfügung stellen. Dazu gibt es natürlich auch nochmal einen Talk bei ihm. Mega. Das dazu, der Squid, der wird mit D geschrieben, das ist eine Steuereinheit, ne? 16 Kanäle und das ist ein Sequenzer, mit dem du einfach Geräte ansteuerst, hat keine eigene Klangerzeugung, aber auf so eine abgefahrene Art und Weise, du musst dir vorstellen, du spielst eine Sequenz ein und hast danach die Möglichkeit, die in 48 verschiedene Richtungen abzuspielen. Ne? Dadurch kommen natürlich Sachen. Ein Zufallsgenerator. Das kann der halt auch. Mhm. Der spielt per Zufall wie die Noten, also den Rhythmus, dann natürlich auch die Noten dazu per Zufall. Das Ganze auf euklidischer Basis.
kann man an- Mathematik. Genau, das, also man kann das an- und ausstellen, wie man das möchte. Dann macht er auch noch per Zufall die Länge, also das Gate der Noten, okay, und auch die Velocity, was natürlich insgesamt, wenn du diese ganzen vier Sachen nimmst, dann wirkt das fast human, kriegt automatisch so einen Human-Touch auch. Abgefahren. Ne? Ziemlich abgefahren. Das Ding gucken wir uns hier an, das steht hier jetzt nicht, weil heute war die Zeit doch ein bisschen knapp, aber wir haben uns fest vorgenommen, dass wir uns das hier nochmal bei Ihnen im Studio angucken wollen, und der AS1 steht hier hinten. Das Ding ist mal sexy, Freunde. Den hat er noch nicht in seiner Produktion, aber ich habe ihn schon wissen lassen, dass das sein muss, weil der ist einfach, hier bestätige ich nochmal, dass der tatsächlich hier ist. Ne? So, der wird auf jeden Fall in einer nächsten Produktion von Musti, wird er sicherlich Einzug halten. Guckt euch das mal an. Ja, genau. Dave Smith. Das ist für die, die es nicht wissen. Smith. Dave Smith, genau. So sieht das sexy Ding aus. Ich habe ja schon ein paar Videos dazu gemacht, ne? Also, ja. Kannst du dir auch angucken. Okay. Ich habe ja danach heute Abend noch Zeit. Ja, genau. Aber das ist schon echt amtlich hier. Mega. Ja. So, das zu dem Thema. Ein Ding noch, dass du hast gesagt, ein Klangerzeuger vom Prophet ist da drin. Da ist, ne? Genau, das eine Stimme vom Prophet 6 drin. Allerdings klingt das viel geiler als im Prophet 6. Das hat sogar Dave Smith gesagt. Er weiß nicht, wie er das zum Teufel hingekriegt hat. Das war ziemlich cool. So, jetzt noch eine Frage hier oder zwei Fragen hauen wir nochmal eben hier mit rein. Unbedingt. So. I love it. Welche Matthias. Tipps hast du denn? Von Matthias, welche genau. Tipps hast du denn für Production-Neulinge, wenn man so anfängt? Also erstmal, ich bin ja auch nicht der Papst, ne? Und ich mache natürlich Sachen so, wie ich sie für richtig halte. Finde allerdings natürlich geil, gerade weil es so viele Menschen gibt, die Musik machen, dass man heraussticht. Also im Prinzip schon versuchen, irgendwie so eine Alleinstellung sich zu erarbeiten, irgendwie vom Sound, und ruhig Sachen machen, die komisch klingen. Warum nicht irgendwie mal? Und am Anfang, gerade Neulinge, kopiert. Ja, sag, ey, ich finde Musti geil, ich mach das mal so, wie der das macht. Ja. Ich finde Mike Dunn geil, ich finde MK geil, David Guetta, egal. Mach das so, um die Erfahrung zu kriegen, dass du verstehst, ey, okay, so machen die das, alles klar, kochen auch nur mit Wasser, alles gut. Und daraus kommt wahrscheinlich dann auch dein eigener Weg. Also ich glaube, das ist so der größte Tipp, den ich habe. Könnte man das auch so machen? Ich habe das... hat mich auch mal jemand gefragt, die immer Probleme haben beim Arrangieren. Ich habe denen nochmal als Tipp gegeben, nimm eine Nummer, wo du weißt, das findest du geil. Perfekt. Und pack sie dir mit in dein Arrangement. Genau. Du musst ja den Titel nicht nachbauen, das wirst du sowieso nicht können. Genau. Aber du kannst ja die Struktur erstmal übernehmen. Genau. Das macht das einfach, weil ich glaube, viele tun sich schwer. Also die finden, 8 Takte kriegen sie schnell hin, genau. Die denn gut klingen, aber so ein das ist, finde ich, noch eine viel größere Kunst eigentlich. Würdest du das bestätigen? Ja, hast du vollkommen recht. Meinem hast du wirklich einen geilen Groove, aber den natürlich über 5-6 Minuten interessant darzubieten, ist natürlich auch eine Kunst mit Dramaturgie und so. Und vollkommen legitim, wenn du sagst, pass mal auf, der Titel hat einen geilen Aufbau, ein super Intro, da kommt ein Breakdown, da kommt wie auch immer. Und das sich im Prinzip als Vorlage zu nehmen, genau. Vollkommen okay. Ich mache das immer jetzt immer mit Musti-Titeln. Ne? Ah, okay. Deswegen habe ich das gesagt. Nein, natürlich nicht. Ihr kriegt immer Titel von mir, aber das ist egal. Nein, Quatsch. Also, gucken wir mal noch eine Frage. Oh, hier sind noch jede Menge Fragen. Oh, super. Ich muss erstmal ein paar Leute grüßen hier. Ja, willst du mal? Genau, Toni haben wir schon gehabt. Matthias Klang. Klangfraktion, sagen wir mal so. Mega. Disco-Dex. Ja. Henne Klangfraktion. Seid ihr, kommt ihr aus einem Dorf? Klangfraktion und Henne Klangfraktion. Hey. DJ Hotte. Was ist mit dem Superstar geworden? Hast du dort richtig reingepasst? Meinst du mit DSDS? Ja, da fragen wir gleich nochmal nach. Mario, Facebook-User. Ja, der hat leider die Freigabe schade, nicht. Aber Grüße nach Bremen. David D'Azur. Genau. Ja, ganz, ganz viele Jungs jetzt hier schon. Ne? Und aber noch so ein paar Fragen. Warte mal. Da denke ich nochmal eben zurück. Ne? Also, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Nochmal höher, genau. Oder tiefer, besser gesagt. Das war ja die letzte Frage. Welchen Tipps hast du? Und dann gab es ähnlich wie Tino. Das ist jetzt aber...
Ja, da kam von dem Toni Pichel, ähnlich wie Tino, gerne mit unbekannten Namen Künstler arbeiten, die einfach... Genau, der macht das auch super, was ich auch echt geil finde. Also was ist das bitte für ein geiler Erfolg, wenn du selber... Ich meine, klar, wenn du jetzt ein Stück mit Elton John machst, dann super, auch geil. Aber wenn du jetzt irgendwie was mit unbekannten Sänger machst, wie toll ist das? Ne? Wenn das auch erfolgreich wird, das zählt ja doppelt quasi. Würde ich jetzt auch irgendwie unterschreiben. Ja. Ist eigentlich ja noch, ne, also wenn man sich einfach nur jemanden nimmt, der schon Erfolg hat, ja, und den bei sich raufpackt. Mhm. Natürlich ist das, aber ist schon die halbe Miete, oder? Ja, wie gesagt, das ist schon, also Namen sind natürlich schon in diesem Game heute irgendwie schon so, ja, aber... Zählt ja auch ein bisschen die Musik. Ja, guck mal, das ist auch mal, das muss ich auch mal hier reinpacken. So, genau, nochmal die Klangfraktion. Also, hallo, Moos. Ja, vielen Dank, ganz lieb. Ich finde es mega, wenn ein Künstler an seinem Sound erkannt werden kann. Das stimmt, bei dir ist das auf jeden Fall so. Vielen, vielen Dank. Das fällt mir selber manchmal gar nicht auf. Wie kommst du auf die verschiedenen Keyboard-Stimmen? Gute Frage. Ich spiele sie einfach ein. Also insofern einfach mal probieren, einfach mal mit verschiedenen Keyboards, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn... Je nach Sound habe ich eine andere Idee. Ja, also wenn ich jetzt nur Piano spielen würde, wäre ich wahrscheinlich irgendwann so sagen, okay, irgendwann nicht, dass mir die Ideen ausgehen, aber es wäre dann sehr eindimensional. Insofern also ruhig verschiedene Instrumente durchskippen, verschiedene Instrumente ausprobieren, einen Rhodes mal nehmen, durch einen Verzerrer schicken oder wirst du ganz andere Sachen spielen als mit einem Clean Rhodes zum Beispiel. Und ruhig mal Sachen auch summen oder im Kopf und wieder so sagen, und dann versuchen nachzuspielen. Das ist manchmal so ein bisschen mein Weg. Ich wollte jetzt gerade was summen, aber mir ist nichts eingefallen. Nein. Genau. Aber ich schon suche nochmal. Oh, das ist auch eine interessante Frage. Welches? Oh ja. 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 Discotex. Ich hab ihn gerade eins angeboten, aber. Ja, da reden wir noch drüber. Da müssen wir noch eine Flasche Wein über den Preis trinken. Ja, genau. Discotex, welches alte Stück würdest du gerne mal remixen? Was es sich durch Sample Cleaning eventuell schwierig gestaltet. Okay. Gute Frage. Du musst wissen, wenn man remixt, ist es ja meistens ein Auftrag. Also es ist nicht so, dass ich jetzt losgehe und sage, ich fange jetzt mal an, irgendwas zu remixen und dann ist es fertig, dann muss ich erst die Rechte klären. Mhm. Sondern eigentlich ist es andersrum. Natürlich ist es in der heutigen DJ-Kultur eigentlich gang und gäbe, dass man sagt, du, ich nehme mir mal die Nummer, mache es neu. Also im Prinzip wie die allererste Nummer von Robin Schulz, ne, wo er Waves gemacht hat und dadurch ja quasi durch seinen Remix dann bekannt geworden ist. Aber beides legitime Wege. Aber um auf deine Frage zu antworten, welches alte Stück würdest du gerne mal remixen? Oh, es gibt so viele. Ich bin ja so ein riesen Michael Jackson und Quincy Jones Fan und auch ein Stevie Wonder Fan. Also egal was von denen, immer her damit. Und obwohl Quincy Jones habe ich ja schon einmal hinter mir und Michael Jackson auch. Also insofern sage ich jetzt, einmal bitte Stevie Wonder zu mir und ich bin glücklich. Aber welche Nummer? Von Stevie? Ja. Egal? Nö. Nee, eigentlich wirklich egal, weil I love Stevie, aber was ich, glaube ich, geil finde, ich habe auch einen geilen Edit, den ich oft spiele, ist Do I Do, tatsächlich. Die finde ich geil. Edits? Hast du viele Edits, die nicht veröffentlicht sind, die du nur in deinen Sets spielst? Ja, tatsächlich. Das ist so ein bisschen mein Hobby irgendwie und ich mag halt Sachen zu bauen, habe eigentlich auch kein Problem damit. Ich gebe die auch vielen meinen Kollegen und so, aber vielleicht werde ich demnächst, um vielen Leuten Glück zu beschweren, diese Sachen auf Bandcamp mal auspacken. Mal gucken. Ja, mal schauen. So, dann haben wir noch, ich guck mal, Grüße. Genau. Und dann gehen wir noch einmal gehen wir einmal auf das Thema ein. Ja, Superstar. Ich habe vorhin schon beim Pizza-Essen, haben wir ihn schon... Haben wir schon über Interna gesprochen. Haben ne? wir schon, genau, wir ihn schon mal... wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten... Dieter Bohlen, können wir ruhig sagen. Du hast ja mit ihm damals, Matthias hat tatsächlich mit und für Dieter Bohlen damals gearbeitet im Studio. Ja. Ich mit ihm vor der Kamera. Ich aber viel früher, ja. Ja, das stimmt, genau. Du kanntest den Dieter noch länger als ich. Aber das ist wahrscheinlich deine Frage, Dieter, heute. Was ist mit dem Superstar geworden? Hast du richtig reingepasst? Vielen Dank. Also ich nehme das als Kompliment. Mir hat das richtig Spaß gemacht, weil... ich erstmal natürlich da angetreten bin als Musikproduzent, also im Prinzip die Arbeit, die ich hier auch mache, also mit Menschen arbeiten, Menschen auf dem Weg begleiten, gucken, dass man das Beste aus dem Talent derjenigen rausholt, das hat mir Spaß gemacht. Hab irgendwann natürlich in der Sendung auch gemerkt, okay, geil,
es ist jetzt keine reine Musiksendung, es ist eine Familienunterhaltungssendung. Das wurde mir irgendwann auch bewusst, aber damit kann ich auch umgehen. Ich fand es tierisch. Am Anfang wusstest du das nicht. Am Anfang wusste ich das nicht. Da bin ich tatsächlich relativ blauäugig rein und habe gesagt, geil, jetzt werden wir hier den neuen Jamiroquai entdecken aus Deutschland und die Marie, die ja da auch gewonnen hat, als ich da dabei war, ist ja auch mal ganz kurz eine ganz geile Sängerin, muss man auch wirklich sagen. Aber das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe echt Bock an Fernsehen, solange es auch mit Musik zu tun hat. Hast du dir eigentlich, du hast ja so viele gute Leute da gehört, hast du dir gar keinen gegriffen da? Ach, mit Greifen ist das immer so eine Sache. Ich bin mit relativ vielen oder einigen noch in Kontakt. Viel wäre jetzt übertrieben, aber die meisten machen so ihren Weg. Und ich habe es auch schon mal tatsächlich gehabt, dass ich, da habe ich mal eine Filmmusik gemacht für einen Film mit Jan-Josef Liefers und Wotan, Wilke Möhring und so. Und da hatte ich damals jetzt mal so ein anderes Fernsehprojekt gemacht, das hieß The Winner Is mit Linda de Mol und so. Das gab es in Deutschland auch. Und da habe ich so einen, Lukas hieß der, ein geiler Sänger mit so einer tiefen Stimme. Da habe ich den irgendwann gesagt, ey, ich brauche noch so einen Titel für den Soundtrack irgendwie. Da ist der Typ mir eingefallen, habe ich den angerufen. Also sowas passiert dann auch noch. Na, dass du dann quasi die alten Recken nochmal rausholst. Also so wie es aber aktuell aussieht, gibt es nicht Superstar 2.0. Wird es nicht geben. Also im Moment, wie gesagt, hat bei dir noch keiner angerufen. Die aktuelle Staffel ist ja jetzt im Prinzip abgedreht. Und das konnte ja auch jeder lesen. Da sitzt ja eine komplett neue Jury, auch ohne Dieter. Der hat wahrscheinlich jetzt auch tatsächlich einfach mal so, dass man sagt, die Ära Dieter ist jetzt vorbei. Und da sitzt ja eine neue Jury. Und wir gucken das mal an, wie das wird. Und das wird aber bestimmt spannend werden. Aber der nächste Schritt wäre, der logische Schritt wäre denn ja nicht DSDS. Wäre denn ja eigentlich. Ich weiß es nicht, weil so ein Format ist natürlich toll, aber. Aber da musst du doch jetzt zu The Voice of Germany. Ja, wenn ich dazu was beitragen kann, dann ja, aber man muss ja gucken, irgendwie passt es dann rein, wie auch immer. Also da bin ich auch Realist, ne? Wenn das cool ist und ich dazu irgendwas beitragen kann, dann mache ich das gerne, aber ansonsten schauen wir uns das mal an. Aus der Ferne. Jetzt hast du uns natürlich schon viel erzählt und jetzt will ich mal gucken, also wir haben, oh Gott, wir haben hier so viele Fragen, also dann hauen wir sie einfach da raus, oder hier ist ein Facebook-User, da weiß ich jetzt leider nicht genau, wie, also das ist egal, aber nicht freigegeben, aber wir holen die Frage Bremen, einfach mit auf die Bühne. Aus Bremen, ne? ein Nachbar von mir. Ja, super. Lieber Facebook-User oder Userin, wie ist das mit den Vocals? Gibt es ein Netzwerk von Sängern oder Sängerinnen, wo man sich bedienen kann, oder kommt das aus den eigenen Netzwerken? Splice. Liebe Grüße aus. Ja, es gibt tatsächlich sowas wie Splice. Es gibt aber auch tatsächlich, ich glaube sogar Spotify bietet das an. Da gibt es eine Plattform, da werden Musiker miteinander vernetzt. Und da kannst du zum Beispiel, wenn du einen geilen Track hast, irgendwie ein Instrumental, dann kannst du da dir verschiedene Künstler anhören und sagen, ey, das gefällt mir, dem schickst du das. Da redet man kurz über einen Deal, 150 Euro, keine Ahnung, worauf die Leute Lust haben, und dann kriegst du einen geilen Vocal zurück. Sowas gibt es tatsächlich. Ich habe natürlich mittlerweile ein großes Netzwerk an Künstlern, aber sowas finde ich halt auch geil. Manchmal mit komplett fremden Leuten arbeiten, aber ich finde die Frage halt wichtig, weil das ist natürlich oft das Problem, dass du sagst, jetzt habe ich hier ein geiles Stück Musik, aber wie komme ich jetzt an den geilen Song und an die geile Stimme ran? Ne? Ja, dann sieht man natürlich, dann sieht man am besten, Fall sieht man noch, gerade sieht man gerade noch The Voice of Germany, wo die alle rausfliegen, also richtig gute Leute, wo du jeden mit Kussern nehmen würdest. Genau. Ne? Wie greife ich mir die halt? Ne? Aber warum nicht tatsächlich auch über Facebook und Instagram anschreiben? Wenn du sagst, ey, das ist super, der gefällt mir gut, irgendwie der Künstler oder die Sängerin oder wie auch immer, ruhig probieren, aber probier das mal. Ich weiß, mir fällt jetzt diese Plattform nicht an, aber Spotify bietet das an. Ich glaube, du wolltest jetzt als nächstes Fiverr sagen. Bitte? Du wolltest jetzt dieses Fiverr sagen. Ja, ist so, ne? Fiverr, genau. Ja, genau. Das ist übrigens ziemlich cool. Stimmt. Ich habe es auch einmal gemacht. Ja. Das ist eine riesen Plattform, Fiverr. Da könnt ihr auch, findet ihr Sänger, also findet man einfach alle Arten von Künstlern. LA, Neuseeland, egal wo. Da kannst du aber alles, das ist nicht nur Sänger, das sind einfach auch Leute, die dir, wenn du ein Saxophon eingespielt haben möchtest, Leute, wenn du eine Animation haben willst, was auch immer, also aus jedem Bereich. Und du findest auch Sänger und die bieten da ihre Künste an, nenne ich das mal so. Ne? Und da sind aber auch Leute bei, die sind echt verdammt gut. Also richtig. Ich habe da irgendwie auch mal für $200 habe ich mir mal einsingen lassen. Ich hatte nur eine Hook gehabt, die hat sogar noch die Strophen geschrieben, die waren echt das ist gut. Wahnsinn, ne? Und du hast natürlich, was man oft, klar hast du dann irgendwie halt im Nachbarort jemanden, der rüberkommt, oder eine coole Sängerin, die vielleicht eine gute Stimme hat, aber gerade wenn du englischsprachige Musik machst, dann gib lieber 50 Euro mehr aus und hab dann irgendwie Native Speaker, der dann auch mit einem geilen Akzent singt. Ja, wobei eigentlich ja auch, wenn wir über Song, also über
also wenn wir darüber sprechen, einsingen oder Stimmen, ne, Netzwerk, Vocals, dann reden wir natürlich auch generell über Songwriting auch. Mhm. Ne? Also das ist ja auch wichtig. Da würde ich jetzt mal die Frage jetzt mal hier so in den Raum werfen. Ich weiß nicht, ob die da drin ist schon, aber Songwriting, welche Tipps kannst du da den Leuten geben? Also Songwriting ist natürlich eine hohe Kunst, ja. Und ich will gar nicht anfangen mit nach dem Motto, wie die, was die Beatles schon an Songs geschrieben haben. Ja, die haben ja alle schon gesagt, also über das Thema Liebe, wie auch immer. Und bei mir ist dann so, wenn ich dann so ein Thema wie zum Beispiel Liebe vor Augen habe, dann kommt dabei sowas raus wie Horny. Ja, Horny ist ein ganz modernes Liebeslied. Ne, wenn man drauf achtet. Jetzt, eigentlich, wo du es sagst. Nee, ganz im Ernst. Also es, ne, man lässt sich durch den Titel so schnell ablenken, aber es ist ein modernes und so finde ich einen ganz guten... Ich habe nie mehr auf weit, also ich glaube, ich habe den Rest des Textes nie gehört. Ja, guck dir mal den Text an, das ist echt ganz cool. Habe ich mit meinem Ex-Partner damals zusammen geschrieben und so, und das war cool, dass man ruhig auch eigene Ideen, auch wenn du jetzt sagst, oh, ich bin jetzt gar nicht der große Songwriter, aber ruhig mal sagen, ey, einfach mal machen. Oder eine andere Anekdote, Sexbomb. Wir wussten einfach am Anfang an, ey, wir wollen einen Titel für Tom Jones schreiben. Mhm. Ne, da haben wir so überlegt, Mensch, und ja, haben wir gesagt, ey, Tom Jones war das Sexsymbol. Der kriegt immer noch, ja, seine Schlüppis auf die Bühne geworfen und so, ja, ne? Und das war der Ansatz. Da haben wir angefangen gesagt, okay, der ist unser Sexsymbol. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ah, Sexsymbol. Da kam ich so, ey, gesagt, nee, lass uns mal Sexbomb machen. Und so entstehen Sachen. Das ist auch ein Songwriting-Prozess. Mhm. Und natürlich, wie ihr merkt, weil ich rede immer von mehreren Leuten, Songwriting funktioniert für mich ganz gut, wenn man das im Team macht. Wenn man sagt, ey, ich habe hier eine Idee, was meinst du? Und das lässt sich auch super über Zoom-Sessions machen, auch mit Leuten. Und ruhig mal ein bisschen abspinnen und mal gucken irgendwie, ey, ja, ne, mal Sachen probieren, die sonst keiner gemacht hat. Es gibt zum Beispiel auch Verlage, die sowas anbieten, gerade auch so Songwriting-Camps. Genau. Auch da kann man sich auch mit einschreiben und dann einfach da mitmachen. Die finden auch mehrmals im Jahr statt, wo man einfach mal in solchen großen Gruppen einfach solche Sessions macht. Ne? Also, genau. Machst du ein bisschen, das war der Pausenton. Ich dachte, du machst jetzt ein bisschen Atmo hier. Ne? So, was haben wir noch als Frage? Das war, diese Frage haben wir ja. Die haben wir gehabt, genau. Aber die noch nicht. Ah, die ist interessant, ja. Du liest so schnell. David D'Azur. Welche Plattform für eigene Releases kannst du für Producer-Neulinge empfehlen, um gehört und eventuell entdeckt und bekannter zu werden? Hängt ein bisschen von der Musik ab, würde ich mal sagen. Also du hast natürlich heute komplett demokratisch die Möglichkeit, Sachen auch selber zu releasen, irgendwie über Soundcloud, über wie auch immer. Du kannst sogar deinen eigenen Spotify-Account machen. Aber ich sag mal so, wenn dein Track zum Beispiel so ähnlich klingt wie, oder wenn du ein Label hast, wo du sagst, ey, der würde da richtig gut zupassen, bombardier die mit dem Track. Wirklich. Schick's hin, schick's nochmal hin, schick's eventuell Künstlern hin, die auf dem Label releasen. Und dann weißt du ja, okay, das Zuhause wäre zumindest eins, was irgendwie meinem Track irgendwie zugutekommen würde. Ja? Das ist, glaube ich, so das Beste, was man da machen könnte. Und ansonsten immer dranbleiben. Also bloß nicht abwimmeln lassen. Das ist für mich immer, da musst du ein bisschen Biss beweisen. Finde ich schon wichtig. Ja. Das ist wohl so. Genau. Aber wo... Ich verstehe die Frage absolut. Ne? Ich meine, es ist auch heute auch frustrierend. Ich glaube, ich könnte einen, wenn es noch nicht rausgekommen wäre, Hypnotized jetzt hier in der Hand haben und ich hätte es wahrscheinlich nicht verkaufen können. Hm. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, oder? Von Purple Disco Machine. Genau. Ne? Also ich hätte so diese Nummer, die noch nicht rausgekommen ist, in der Hand und würde jetzt versuchen, als Neuling diese Nummer zu verkaufen. Hm. Ob das jemand erkannt hätte? Sehr, 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 sehr gute Frage. Und das ist natürlich höchste Spekulation, aber das ist natürlich bei Tino so und das ist bei vielen Künstlern so, die natürlich ein geiles Ding nach dem anderen machen und dann kommt so eine Nummer wie Hypnotized, die anders ist und dadurch vielleicht besonders erfolgreich wird, weil es einfach mal was anderes ist. Aber wenn du No-Name bist vielleicht und dann so eine Nummer hast, dann wird es vielleicht schwer. Ne? Also das ist komplett legitim und glaube ich auch sehr frustrierend, wenn du sagst, ey, das Ding ist doch jetzt aber geil und soll jetzt rauskommen. Aber auch da, wie gesagt, nur dann bleiben. Da gibt es nicht den einzigen Weg. Und also da ruhig gucken, dass du sagst, ey, der Track, der klingt jetzt wie Defected oder wie Future Classic oder wie auch immer. Ich schicke das dahin und sage so, ey, Leute, hört es euch zumindest an und gebt mir ein Feedback. Das zählt ja schon mal. Auch wenn sie sagen, ey, passt dieses Mal nicht. Aber wenn du Feedback kriegst, weil sie sagen, ey, so und so, oder ist zu nah an dem Titel oder vielleicht noch nicht vom Sound gut genug, hilft dir alles. Aber vielleicht geht die Frage auch noch so ein bisschen in andere Richtung. Weil
welche Plattform eigene Releases. Ich meine, darfst du nicht vergessen, dein erster Schritt war damals ja gewesen, ein eigenes Label zu machen, oder? Sehr guter Punkt. Das habe ich komplett vergessen gerade. Das hast du gerade nämlich ausgeklammert. Ja, genau. total vergessen. Hast du echt recht, Matthias. Wir haben Peppermint Jam 1993 gegründet. So. Das war eine Zeit, da stand ich tierisch auf US-House, also wirklich auch den coolen Scheiß aus Chicago, Detroit, New York, auch mit Stimme gerne und so. Und das gab es in Deutschland nicht. Das macht keiner, das hat keiner gemacht. Natürlich haben es einige DJs schon gespielt und so, aber Deutschland war im Prinzip Techno, Eurodance, Trance, auch alles cool. Aber es gab die Plattform nicht. Also wir wussten nicht, wo wir unsere eigene Musik verkaufen sollten. Der erste Schritt oder der zweite war dann irgendwie zu sagen, ey, okay, wir haben es angeboten, es will keiner, also machen wir unser eigenes Label. Also wir haben dann irgendwann unsere eigene Plattform gegründet. Auch ein legitimer Schritt. Es hat aber ein bisschen was mit Arbeit zu tun. Also das dürft ihr nicht unterschätzen, weil es natürlich auch promotet werden will. Man muss so ein paar administrative Sachen erledigen. Aber auf jeden Fall, wenn du sagst, wisst ihr was, leckt mich alle am allerwertesten, ich stehe tierisch auf meine Musik, ich mache mein eigenes Label. Ja, also man muss ja gar nicht mal, also kam jetzt da gerade drauf, weil ich gestern eine Sache nämlich auch gemacht habe. Ich habe gestern eine Nummer veröffentlicht auf Music Hub. Okay. Sagt dir das was? Ja, klar, Logo, aber genau, kannst du mal erklären. Ist eigentlich witzig, das ist von der GEMA, also als GEMA-Mitglied, also du kannst auch normal, kannst du es auch nutzen, aber als GEMA-Mitglied kannst du da auch deine Musik veröffentlichen. Entscheidend ist da aber, das geht nur um Streaming-Angebote, also das wird nicht irgendwo jetzt und auch nicht auf, das ist rein Streaming. Also Beatport oder so wird da nämlich nicht angeboten. Also eigentlich das nicht, ist wirklich nur nicht downloadable. Fehlen auch so ein paar noch. Du hast Apple da drin, du hast Spotify, TikTok kannst du halt auch machen. Witzig. Das ist zum Beispiel witzig, was du direkt für TikTok machen kannst. Also in erster Linie Streaming-Portale und die, wenn du GEMA-Mitglied bist, dann bezahlst du sogar nichts dafür. Ja, also GEMA, müsst ihr hier auch nochmal wissen, ist im Prinzip, du kannst deine Musikrechte da sichern lassen. Und das ist hier die Deutsche Gesellschaft zur Verwertung oder zur Wahrnehmung deiner Rechte, wenn es um Songwriting geht im Prinzip. Ja. Ne? Kann ich jedem empfehlen. Ist einfach. Ja, macht mal so. Genau. Und wie sagt man so schön unter Musikern, GEMA ist das Einzige, was hier keiner wegnehmen kann. Ja, genau. Das bleibt bis in die Ewigkeit. Das, halt, ne? Genau. Also das auf jeden Fall. Und gerade Urheberrecht ist in Deutschland natürlich das stärkste Recht halt weltweit, würde ich sagen. Ja. Wir haben sogar, bei uns gibt es jetzt sogar einen Vertrag darüber, ne? Also absolut. Ist, der im Gesetzbuch festgelegt ist. Ne? Ja. Unfassbar. Naja, müsst ihr euch nochmal beschäftigen, das ist natürlich noch ein ganz anderer Punkt. Also auf jeden Fall, da könnte man auch noch seine Musik releasen. Und es gibt natürlich noch zahlreiche andere Plattformen, wo man das auch machen könnte, wenn man einfach denn sagt, ich habe jetzt keine Lust, noch weiter nach einem Label zu gucken und ich muss sowieso die ganze Promotion selber machen. Und das ist halt so ein bisschen heute, also als Neuling, merkst du immer wieder, dass die Labels natürlich nicht mehr so viel machen, wie sie früher mal gemacht haben. Ne? Also am besten kommt eigentlich der Artist heute gefühlt mit dem fertigen Video. Promotion, also dass er die bezahlt hat und allen drum und dran, dass das Label halt gar nicht mehr so viel machen muss. Also es gibt viele kleine Labels halt, die schon... Also klar ist es natürlich für alle bequemer, wenn du selber schon deine eigenen Fans mitbringst und so, aber auf der anderen Seite weißt du als Künstler natürlich selber auch irgendwie, wie dein Look sein soll, dein Feel und wenn du sagst, ey, ich habe hier meine 500 Instagram-Follower, die finden das aber geil, was ich mache, dann ist das gut. Also das ist deine eigene Welt irgendwie und die nimmst du halt mit und da redet dir keiner rein und es ist okay. Nur noch am Rande, der Grund, warum ich nämlich, weil du das so schön sagst, wenn du daran glaubst und du das geil findest, ne, und ja, dann mach das. Ne? Und das war auch der Punkt, ich habe die Nummer irgendwie nicht verkaufen können, aber ich finde die einfach geil. Ja, und absolut. Deswegen habe ich gesagt, mache ich das halt selber. Ja, klar, ob das jetzt floppt oder, ne, das ist ja klar. Auch Wurst, darum geht's halt. Man muss natürlich fairerweise sagen, also wenn du wirklich hauptberuflich Musiker bist oder Produzent, dann willst du von dem Kram ja auch leben. Ja, und da macht man sich natürlich, auch wenn du sagst, ey, ich mache jetzt eigentlich aber irgendwie diese Art von Sound und will aber keiner, dann ist natürlich der Schritt, liegt natürlich dann nahe zu sagen, okay, dann mache ich jetzt aber irgendwie Eurodance oder Hip-Hop, weil das wollen alle. So, kann man machen, ist vielleicht auch so für die Erfahrung ganz gut, aber ich sag mal so, bleibt euch treu,
bisschen Zähne zusammen und dann lieber in der Kneipe nochmal jobben gehen, weil irgendwie der Trend, der wird euren Weg kreuzen. Bin ich fest von überzeugt. Und dann werdet ihr dankbar sein, dass ihr sagt, ey, ich habe mich da irgendwie weitergebildet und bin mir treu geblieben. Ja. Matthias hat nochmal bestätigt, dass du der Remix-Papst bist. Oh, danke, Matthias. Das kann ich. Sehr nett. Das kann ich auch. Kann ich auch auf jeden Fall. Hi Spiros. Hallo Heiko. Ja, Heiko. Auch einen lieben Gruß natürlich zurück, ja, aus Hagen. Und er bleibt auch hier. Die Frage hatte ich vorhin, aber das könnt ihr nicht wissen. Ja, sag doch mal. Genau, welche Genres? Also mittlerweile tatsächlich alle. Ich liebe natürlich Clubmusik, ich liebe schwarze Musik, aber alles, was irgendwie mit Soulfunk zu tun hat, irgendwie, wo du eine geile Stimme hast, ist genau meins. Aber ich habe natürlich mittlerweile auch durch meinen Beruf, aber auch vielleicht durch das Alter einfach so viel Musik kennenlernen dürfen, von Rock über Klassik, wie auch immer. Man weiß da so vieles zu schätzen, also im Prinzip alles möglich an Genres, was ich höre. Apropos hören, wollen wir noch mal ein bisschen Musik reinhören halt, weil wir sabbeln die ganze Zeit. Ja. Können wir noch mal ein bisschen Sound hören? Was wollen wir denn hören? Also eigentlich fand ich das ja blöd, dass du so schnell den geilen Remix weggemacht hast. Ne? Hat ihr den Dennis Cruz? Ja, wenn wir schon einen Claim kriegen, dann soll sich das auch lohnen. Naja, auf jeden Fall, pass auf, dann mache ich vielleicht, da nochmal. Wir können ja noch ein bisschen sammeln und ich fahre das nochmal hoch, das Ding. Das hat nämlich gerade so ein bisschen gezickt, aber wir probieren es nochmal. Ja, genau. Also das fand ich eigentlich sehr interessant, vor allem was auch vom Stil für dich, also wenn man genau den Unterschied gesehen hat, ne? Ja. Doch wieder ein bisschen anders. Der lädt hoch, aber weißt du was, da können wir in der Zwischenzeit mal die Frage. Von DJ Delight. Geiler Name. DJ Delight. DJ Delight. So, wie ist es zur Zusammenarbeit mit Defected gekommen? Das erzähle ich dir gerne. Also erstens ist Simon Dunmore, der Inhaber von Defected, wirklich ein alter Freund. Und jetzt haltet euch fest, der hat ich kenne ihn schon länger, aber er hat tatsächlich 1997 mit anderen Labels um die Rechte von Horny gebuhlt. Also Horny kam bei mir auf Peppermint Jam als Vinyl raus, ist so durch die Decke gegangen, auf dem Vinyl schon. Und dann kamen die ganzen englischen großen Firmen und haben gesagt, ey, ich will's haben, ich will's haben, ich will's haben, ich will's haben. Und Simon hat damals bei AMPM gearbeitet und der hat den Zuschlag gekriegt. Und da haben wir das erste Mal zusammen gearbeitet, aber ich kannte ihn schon vorher. Und im Prinzip hat Simon mir meinen allerersten großen Hit beschert mit Horny, ich ihm aber auch witzigerweise, es war dann auch sein erster großer Hit auf Defected, hat danach, glaube ich, Altrunner T Free gemacht und noch so Dinger und hat sich dann selbstständig gemacht mit Defected. Also ich hatte schon Peppermint Jam, also Defected ist, glaube ich, 3 Jahre jünger als Peppermint Jam. Wir sind seitdem befreundet, immer in Kontakt geblieben und haben natürlich irgendwann jetzt durch die gemeinsame Liebe zur Musik, haben wir dann irgendwann auch gesagt haben, ey, lass uns einfach mal mehr zusammen machen. Und Defected ist natürlich auch ein Kultlabel, also insofern profitieren wir quasi von unserer Freundschaft, also auch musikalisch, und bin natürlich sehr, sehr froh, dass jetzt auch mit Glitterbox, mit dem neuen Projekt von Defected, dass jetzt auch so ein bisschen die Disco oder die mehr vocalige Fraktion jetzt auch am Start ist. Ja, eine Frage habe ich jetzt hier noch, die finde ich auch sehr interessant, dass es geht jetzt gar nicht so um Production, aber das ist eher ein bisschen persönlich, aber finde ich interessant. Toni, was macht ein Musti eigentlich, im Kopf zu frei zu bekommen, also abseits des Studios, der Musik? Gute Frage. Eigentlich habe ich echt nur Musik im Kopf. Das ist vielleicht ein bisschen eindimensional und ein bisschen boring, aber es ist so. Aber ich glaube, da kann man sich, wie ich schon vorher sagte, man kann sich genremäßig so ein bisschen breiter aufstellen. Also auch ruhig mal ein bisschen Klassik hören, da kriegt man auch geile Inspiration. Und für mich, ich bin so ein Jäger. Ich bin immer auf der Suche nach geiler Musik oder nach Sounds. Und deswegen ist für mich da schwer, die Musik ganz zur Seite zu lassen, aber es hilft auch mal das ein oder andere Buch. Also ich bin der Meinung, dass ich zum Beispiel als 18-Jähriger, als ich mein Abi gemacht habe, mich viel besser artikulieren konnte als jetzt. Also es ist so ein bisschen, so geil die Musik ist, aber so ein bisschen geht auch flöten, und das versucht man sich da ein bisschen so zu erarbeiten, wieder vielleicht mal mit einem schicken Buch oder vielleicht mal mit einer geilen Doku oder so, und das ist schon ganz gut für den Kopf. Also du entspannst dich denn doch, also aber keine harte Kost jetzt, oder, ne? Also welches Genre denn, wenn du was liest? Also wirklich echt durch die Bank weg verschieden. Ich habe jetzt von dem Erik Marquardt dieses Europa schafft sich ab, habe ich mir reingetan, was ich sehr, sehr zeitgemäß und sehr wichtiges Buch finde. Also doch harte Kost. Harte Kost, aber auch Realismus. Das muss man, da muss man ja auch mal durch irgendwie. Ne? Es gibt aber auch geile, Obama-Biografie oder keine Ahnung, auch ein paar Quatschbücher und so. Also alles gern, aber wie gesagt, du kriegst auch durch diese,
wenn du ein gutes Buch liest und da ein guter Wortwitz drin ist zum Beispiel, kriegst du immer Ideen. Ob das jetzt für dich selber ist oder vielleicht sogar für eine Musik, wo du sagst, ey, das würde aber in Englisch gut klingen. Also Inspiration, das Schöne ist ja für uns Menschen, die zwei Paar Ohren haben, oder ein Paar Ohren haben, besser gesagt, mit vier Ohren, das würde komisch aussehen. Wir gehen ja nie mit geschlossenen Ohren durch die Welt. Das heißt, du hast immer ständig Berieselung, was aber auch ständig Inspiration, also auch unterbewusste Inspiration ist. Also eigentlich alles gut. Schön. Ja, und wo du gerade wieder das Thema Ohr hattest, ja. wollen wir doch bitte nochmal was hören. Ja? Ich guck mal, was hier Systemüberlastung. Das System ist immer überlastet hier. Ne? Also das nochmal, das hat ja auch einfach mal hübsch gegroovt hier. Ne? Ja. Muss man ja sagen. So, das ist mein letzter Remix. Dennis Cruz featuring Leo Wood. Also eine Wahnsinnssängerin, kannte ich vorher gar nicht. Ja. Guck mal, da habe ich so ein Ding gebastelt. Da habe ich mich selber quasi gesampelt mit so einem Bass-Sound und so einem Chord-Sound. Und den habe ich quasi wieder als Audio aufgenommen. Den hast du dann aber einfach wieder als Loop genau, gesetzt. Genau, einfach quasi. So als Ding und dann in... Das ist das, was ich meine. So dieses, das hat ein bisschen diesen Club-Flair gebracht. Ja, auch genau. Wieder, ne? So, einfach mal das Ding und dann mal ein bisschen... So, und das manchmal, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dann habt ihr so einen Groove, der kann einfach mal schön 10 Stunden laufen und man hat Freude. Ne? Das ist dann einfach geil. Der Groove, du. Genau. Der Groove. Genau. Und sowas macht mich glücklich. Einfach ein geiler Groove und alles ist schön. Also das geht dir auch so. Du kannst dann auch also stundenlang über Kopfhörer, ich könnte das dann auch einfach nur hören, dann ist man nur Jam, oder? Einfach geil. Dürfen wir dann aber mal hören, wie du den, also einfach mal für, damit ihr das verstehen, jetzt, wir hören ja das ganze Paket immer zusammen. Ja. Könntest du einfach mal die Kick anmachen und die einzelnen Elemente? Sehr gerne. Hier ist schön so Dreck drauf, ne? Ja, immer Schmutz muss immer sein. Du bist schon ein bisschen schmutzig hier. Ja, schmutzig, das ist für mich funky, das ist für mich Funk. Für mich ist ganz wichtig, wenn du mit Stimmen arbeitest, die müssen echt richtig gut klingen. Ja, die müssen geil aufgenommen sein, das muss wirklich filigran richtig gut gemacht sein. Aber das ganze Gefüge drumherum, das darf ruhig schmutzig und rütteln und weil das ist sexy, finde ich. Wenn alles ganz clean wäre, ich würde sagen, ja, ist nett irgendwie, aber für mich ist das ist Sex. Funk ist Sex. Wenn die Stimme schon zu clean ist, dann muss ja nicht alles andere dann auch noch so sein. Genau. Okay. Ja, lass uns mal hören. Also eine zweite Kick. Ach, einmal noch ein bisschen tief und Dreck. Genau. Ne, also da seht ihr auch, da bediene ich mich gerne auch mal anderen Kicks, programmiere die aber auch immer selber, das finde ich auch immer wichtig. Und eine Kombination natürlich. Genau. Dann. Da ist es ja auch immer wichtig, gerade bei so einer Kick, also Kick, Bass und also Bass und Bassdrum, ne, die sollen sich ja halt nicht, wie verfährst du da, die sollen sich ja halt nicht so unbedingt ins Gehege kommen. Ne? Also gerade im Frequenzbereich, achtest du da penibel? Also ich kenne zum Beispiel, also in manchen Genres ist es noch viel schlimmer, wie zum Beispiel im Techno, da ist einfach Bass und Bassdrum, also da schrauben die, das ist, sag ich mal, 90% des Tracks, so ungefähr halt. Ne? Nö, find ich auch komplett legitim. Aber ich habe natürlich auch, gerade weil ich hier in diesem Studio schon echt lange arbeite, ich kenne den Raum in- und auswendig, ich kenne die Anlage in- und auswendig, also ich weiß sehr, sehr schnell, wie verhält sich der Bass zu der Bassdrum und so weiter und so fort. Es gibt mittlerweile ganz tolle Mittel, also auch dieser, also das kannst du überall raufballern, ist echt dieser von Nicky Romero tatsächlich, Kickstart, das ist dieses Sidechain-Modul. Ja, da hast du ganz verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen, kannst du 100%, das klingt auf Vocals manchmal sogar, da kriegst du diesen Ducking-Effekt, du kannst Bass damit steuern. Aber den steuerst du jetzt ja nicht, der wird nicht getriggert, sondern der wird einfach genau, nach der Clock. Der ist einfach, genau, da kannst du aber das Timing einstellen und das funktioniert bei allem geil, da kannst geile Loops damit verfremden und damit schaffst du auch Platz. Also Platz ist in einer Produktion oft ganz wichtig, auch wenn viel passiert, willst du natürlich gucken, dass die Elemente irgendwie auch für sich funktionieren. Okay, lass mal weiterhören, was du noch so drin hast. Ihr könnt natürlich schon weiter Fragen wieder in den jetzt in den Kommentaren schreiben. Wir freuen uns natürlich, vor allen Dingen Musti freut sich natürlich auf eure Fragen. Also haut in die Tasten, ihr könnt alles fragen heute. Heute ist alles erlaubt. Heute ist Weihnachten. Also alles, ihr könnt alles fragen. haut mal rein. Ja. So, zeig mal, wer fragt noch was Schönes.
Ich guck gleich mal, aber okay. Lass uns noch mal eben schauen, was du jetzt noch mal tatsächlich alles drin hattest. Jetzt habe ich natürlich... Ich habe leider das Piano, das wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren, weil mein Kontakt noch nicht geladen ist. Ja, das hatten wir vorhin gemerkt, ne? Genau, aber weißt du was, da will ich ja auch nicht so sein, da machen wir jetzt einfach mal ein anderes Piano, wa? Ist ja nicht so, dass du nur eins hast, oder? Nee. Pass auf, dann machen wir mal... Also, da draußen steht doch noch ein dicker Flügel. Spiele ich sonst selber. Dann spiele ich selber. Und das machst du auch hin und wieder, dass du es mal aufnimmst da zum Beispiel? Ja, genau. Du musst mal weiterreden, weil ich höre das jetzt nicht. Weil ich jetzt okay, ja. Also er spielt das jetzt einfach. Jetzt spielt das am Klavier einfach. Ne? Sehr schön. Also er kann das, ne? Geil. Er ist echt ein Tier, ne? Also wenn man dann Bock hat, dann nimmt man sowas auch mal auf. Echt ein Tier. Jetzt musst du aber die Monitorlautsprecher wieder ausmachen. Bitte? Jetzt musst du aber die Monitorlautsprecher. Ah ja, stimmt, genau. Sehr schön. Genau. So, ja, wie gesagt, ihr habt es gerade gehört, der kann das, ne? Also er weiß schon, was er da tut. Ja. Und groovt natürlich echt wie Rakete. Wie Hulle, ne? Kannst du auch irgendwas anderes drauflegen jetzt sofort. Das ist jetzt eigentlich, würdest du jetzt auch nochmal sagen, auch beim nächsten Mal nehme ich nur die Shaker anders? Vielleicht, ja. Vielleicht. Aber das Grundprinzip ist so geil, das lasse ich erstmal so. Das übernehme ich. Ist ganz, ganz schön oldschoolig, ne? Aber geil, oder? Also irgendwie fand ich den Sound gerade geil und... Ist jetzt auch nicht so weit weg von dem Kontakt-Piano, oder? Ne. Oh, groovt aber geil. Also, I love it. Ja, I love it. Und da merkt ihr natürlich, genau, das ist der Sound von Mussi. Ne, dann schön, hier siehst du, wir hatten ja kurz über, Entschuldigung, dass ich unterbreche, über Arrangement gesprochen natürlich und wir gucken, wie macht man so einen schönen Breakdown. Ich habe ein paar Diskussionen gerade mit Kollegen gehabt aus England, die gesagt haben, warum immer eigentlich diese Breakdown, wenn Groove geil läuft, dann lass den doch mal durchlaufen wie früher und so, ja. Allerdings ist natürlich auch die Sensation toll, wenn so ein Breakdown schön gemacht hat und ohne jetzt groß Trommelwirbel, Alarm, aber einfach, wenn es danach wieder losgeht und alle setzen wieder ein, dann ist man glücklich. Ne? Du bist auch nicht so der Fan von Mega Snare und Build-Up und so, ne? Also man muss es schon schlau machen, finde ich, weil ansonsten ist mir das zu billig, ganz ehrlich. Das ist so offensichtlich. Ja, genau. Ja, jetzt sicherlich werden der eine oder andere noch verleitet werden. Da muss er noch ein Crashbacken vorne drauf. Genau, kannst du alles machen irgendwie. Aber manchmal geht es einfach, wenn man die Elemente gut auswählt. Dann so ist natürlich schön cool, das Ganze. Ja. Ja, hören wir auch gerade. So, den schönen Akai benutzt. Oh ja. Ja, ich gehe mal zurück hier nochmal. So. Was haben wir denn in Fragen? Oh. Guck mal, das ist Logic Piano. Klingt echt okay, ne? Klingt gut. Ja, bin ich auch. Ja, aber weißt du was, bei Logic ist auch echt so, die Sachen sind schon ziemlich geil da drin. Ja. Manchmal ist man blöd, dass man... Das ist so eine Prinzipsache. Man nimmt denn nicht so die Presets. Ne? Guck dir mal bitte von Disclosure die ersten Produktionen an, wo wir alle sagen, ey, wie geil ist das gemacht. Es gibt da geile Tutorials von den Jungs selber. Alles Logic. Alles, wo du so denkst, das kann doch nicht wahr sein. Aber in der Dokumentation Billie Eilish? Ja, zum Beispiel. Ist die komplett. Alles. Es ist nur und das, korrigier mich, aber es waren nur Plugins aus Logic, keine aus Logic. Extra, nichts, keine Logic. Extra Sachen. Alle schon, und manchmal denkt man, nee, und das, da muss man noch irgendwas anderes und so. Also wir haben alles da. Kann man übrigens, wer mit Logic arbeitet, das kann man auch runterladen, das gesamte Projekt von Billie Eilish, also ein Projekt, wo komplett auch zu sehen ist, wie sie da drin arbeitet, wie die das gemacht haben. Das ist geil gemacht, ziemlich das stimmt. Ziemlich geil. Also selbst so alte Hasen wie wir beide da, die schon lange in Logic arbeiten, werden sicherlich sagen, hätte ich so nie gemacht. Genau. Aber geil. Gut, dass das geht. Ne? so.
was war denn hier? War das noch eine Ergänzung zur Frage? Jetzt muss ich nochmal eben schnell umschalten. Wir sind ja nämlich in dem Q&A-Modus eigentlich. Palim, zurück und mal drauf hier. Meine erste. Peppermint Jam, alles klar. Oh, geil! Discodex. Meine erste Peppermint Jam Maxi-Single war 95, Vivi, We Got Love. Und ich dachte anfangs echt, das ist ein US-Label. Also auch da danke fürs Kompliment, weil das war genau unser Sound. Übrigens, danke für die Idee, weil das ist ein Titel, den müsst ihr euch eigentlich mal wieder rausbringen mit neuen Mixen. Ne? Weil Vivi, auch Vivi Brown, mega Sängerin, eigentlich nie mehr was gemacht danach. Und wir haben, glaube ich, das damals, ich habe, glaube ich, selber Mixe gemacht, Stonebridge hatten wir Mixe. Geil, danke. Siehst du, so wird dir hier geholfen. Mega. Noch eine andere Sache, aber wenn du gerade sagst, Sample, hast du echt so noch eine Library irgendwo? Ist alles auf dem Rechner oder? Das meiste ist auf dem Rechner, so Festplatten. Ich habe hier, wie gesagt, noch ein Archive 3000er Sample und hier hinter so ein 6000er mit der Fernbedienung. Ich suche gerade noch einen DAT-Recorder. Gibt es hier tatsächlich auch. Ja, also es gibt da habe ich früher immer die Backups draufgezogen. Kennst du das noch? Alle, ja. Also wenn ich echt nochmal alte Sounds von meinen alten Produktionen suche, das kommt vor, sage, ich habe doch damals 1993 diese Snare benutzt, also so bescheuert bin ich dann auch, dann finde ich die da aber auch. Aber wenn ich mir richtig, also die auf dem die Akai Backups kommt man auf dem ADAT machen, ja. Ne? Auf dem DAT-Recorder, genau. Ich habe damals, wie gesagt, von denen 6 Stück gehabt. Ich habe dann jetzt den Kram abgestoßen irgendwann, aber einen noch behalten, weil die einfach geil klingen. Ja. Und weil ich diese ganzen Backups noch habe in den Sound. Damit man immer noch drauf zugreifen kann. Genau. Ne? So, ja, jetzt gibt es wieder eine kleine musikalische Frage. Ja, Be-like, hallo. Hattest du schon mal mit Nile Rodgers zu tun und was bevorzugst du, Vinyl oder CDJs? Liebe Grüße zurück. Nile und ich, wir kennen uns, leider noch nicht musikalisch selber, aber über diverse andere Projekte. Und aber das wäre nochmal so ein Wunsch, mit ihm ins Studio zu gehen und einfach nochmal, das wäre schon geil. Das wäre richtig cool. Eine Groove-Rakete, genau. Oder? Also und was bevorzugst du, Vinyl oder CDJs? Wenn du weißt, was CDJs sind, und davon gehe ich mal aus, weißt du, dass sie natürlich extrem auf der Haptik von Plattenspielern aufgebaut sind. Das heißt, wenn du mit einem CDJ arbeitest, dann ist das schon, als ob du mit einem Turntable arbeitest. Insofern ist das für mich vollkommen in Ordnung. Und Vinyl ist für mich mittlerweile, ich habe zwar einmal im Jahr im Mojo Club in Hamburg immer noch mal meine Vinylnächte, aber CDJs sind mein Go-To-Instrument, wenn ich auflege. Diese Produktinformation war für Sie völlig kostenlos. 0,30 aus dem deutschen Netzwerk. Ja, also das war jetzt. Danke, Be-like. 50 Euro sind die Sieger. So, wollen wir da gucken. Hier geht es noch wieder ein bisschen um Musik. Welche VST-Plugins benutzt du? Beziehungsweise was empfiehlst du für Einsteiger? Mhm. Hi Niklas, du, auch da, also ich glaube, es hat viel mit deiner DAW zu tun, also benutzt du Logic, Cubase, Ableton, weil da hast du eine Menge, was mitgeliefert wird. Ja, also wenn du irgendwann sagst, pass mal auf, ich komme mit den Sachen nicht mehr weiter, dann hol dir was Neues oder sagst du, ey, ich hätte gerne noch ein bisschen was für Bach, aber da ist eigentlich schon alles drin, was du brauchst. Also da nochmal als Tipp, guck dir mal bitte die Tutorials an von Billie Eilish und von Disclosure. Die zum Beispiel da komplett nur mit Pro Tools, wo du einfach mit den Ohren schlackerst, sagst, du brauchst nicht mehr. Ja. Und auch mein Weg ist eigentlich lieber weniger haben, das aber geil beherrschen, als wenn du dir alles zustellst, weil du gesagt hast, ey, da hat aber Weekend hat aber das benutzt und der hat das benutzt. Heißt noch lange nicht, dass du dann den geilen Song machst, sondern das ist ein Hilfsmittel für einen Sound. Benutzt die Hilfsmittel von den DAWs. Die Frage wäre aber natürlich auch dann, also muss unterscheiden, also versuche das nochmal ein bisschen einzuordnen, unterscheiden. Bei Plugins, das eine ist für mich so ein bisschen Klangbearbeitung und das andere ist ja auch Klangerzeugung. Richtig. Also das heißt, du haben ja gerade festgestellt, auch das Kontakt hättest du auch weglassen können. Ne? Also das Piano, das Piano klingt fast 1:1 genauso wie in deiner Produktion. Ja. Das heißt, wie er schon gesagt hat, gerade wenn es um Sound-Plugins geht, versucht natürlich, also bei Logic muss man schon sagen, ist schon ziemlich fett drin, also was da an Sounds drin ist. Es geht auch ein bisschen doch, geht das nicht auch ein bisschen um die Musik, was willst du eigentlich machen? Also ich tendiere jetzt dahin, Logic, Popmusik, so, ne, da ist schon ziemlich viel drin. Mhm. Und Ableton ist eher so, ja, weil das ja auch elektronisch ist. Ich meine, es gibt auch viele Packages darunter zu laden. Ja,
Guckt euch, also eigentlich gibt es jede Menge bei beiden schon. Ja. Ne? Also auch bei Ableton ist absolut. So viel Zeug dabei. Also ausprobieren. Ich glaube, wie gesagt, egal welche DAW du benutzt, erstmal aus dem Vollen darschöpfen. Das ist so, glaube ich, die Essenz. Oh, gleich eine fantastische Frage. Erzähl mal. Also die finde ich auch schon, das ist eine Glaubensfrage, ja. Ja. Henne, Klangfraktion. Glaubt ihr, dass Teamarbeit besser ist, als Solomusik zu produzieren? Kann man so nicht vergleichen. Teamarbeit an sich ist natürlich immer geil. Und so oder so ist es ja ein Team. Weil auch wenn du ein Prince bist und eigentlich nur alleine alles im Studio machen kannst, von jedem Instrument spielen, das selber aufnehmen, wie auch immer, brauchst du irgendwann natürlich das Team, was die Musik nimmt, das promotet, dann weitergibt. Also irgendwie bist du immer in einem Team. Ja? Aber das Hin- und Her-Bouncen von Ideen manchmal, ja, ich habe auch, obwohl ich vieles alleine machen kann, Gott sei Dank, und auch mache, sitze ich hier manchmal und dann bist du in so einer Schleife und dann kommt ein Typ herein und sagt so, oh, das klingt aber geil. Und dann sagst du, ja, stimmt, eigentlich könntest du jetzt aufhören. Weil du sonst wieder würdest noch 3 Tage weiterarbeiten oder wie auch immer da so meinst. Also auch das ist Teamarbeit, einfach Feedback. Ne? Aber hast du ja auch wirklich automatisch, ne? Also du singst ja nicht selber. Also wenn man jetzt als Solo... Das hast du gesagt. Ja, obwohl ich habe gerade tatsächlich etwas gemacht, weil ich habe gesagt, ich werde nie singen auf einer Platte. Und ich habe mich gerade widersprochen. Ich habe gerade ein Stück gemacht mit Jules Holland. Das ist ein englischer Showmaster. Hat in den 70ern eine Band gehabt, die heißt Squeeze. Und der hat in der BBC hat der die langlaufendste Fernsehsendung auf dem Planeten. Das ist Later with Jules. Und also Adele hat vor seinem Haus gecampt, damit er sie irgendwann wahrnimmt. Der ruft Mick Jagger an, dann spielt er mit dem Blues. Also es gibt diese berühmte Sendung von ihm, wo er immer 3 Bühnen hat und so. Und mittlerweile ein guter Freund von mir und ich durfte auf seinem Album mitwirken. Und der ist halt Boogie-Woogie-Pianist. Der war hier, wir haben ein bisschen was probiert, dann ist er abgehauen und hat gesagt, ey, mach jetzt ein Album, hast du Bock, was zu machen? Und dann mussten wir aber von neu anfangen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Boogie? Und dann habe ich angefangen zu singen irgendwie, habe dann so eine Idee skizziert. Do the boogie till you boogie no more. Wenn ihr auf Spotify geht, Jules Holland featuring Musti, Do the Boogie, ist gerade, glaube ich, ganz neu rausgekommen, hört ihr mich tatsächlich singen. Ich schäme mich ein bisschen, aber er fand's geil. Okay, ist da viel Effekt drauf? Ich habe da ganz schön rumgedreht irgendwie, aber ihr hört, dass ich das bin. Das hört ihr. Okay, cool. Das muss ich mir auf jeden Fall nachher auch nochmal annehmen. Also das wäre auf jeden Fall, das hätte ich eigentlich hier nochmal direkt einspielen müssen. Ah, wirklich? Aber beim letzten Mal, als ich da mein Handy einklinken wollte, hier ist das System so irgendwie abgestürzt. Also das lassen wir heute mal mit dem Handy jetzt hier einblenden. Auf jeden Fall, ja, grundsätzlich... auf Team läuft es ja fast immer irgendwie raus. Irgendwie immer so, ne? Genau. So, wie zum Beispiel. Oh, Niklas, gute Frage. Niklas Pöhlmann, wie, beziehungsweise wo lässt du deinen Merch machen? Du hast mich quasi meine Achillesferse. Ja, Peak. Welches Merch? Ja, wirklich. Wir haben früher ganz geiles Merch vom Label gehabt, tatsächlich von Peppermint Jam, also von Slipmats, richtig geil. Wir haben geile Jacken gehabt. Ich weiß noch, wie Daft Punk, die waren bei uns irgendwann, das war 96 in Hannover, die haben hier haben die ein Konzert gegeben, Capitol. Und dann waren sie noch bei uns, haben so 2 fette Peppermint Jam Lederjacken gekriegt und so, es war so geil. Die sind dann damit auch rumgelatscht und so, es war richtig cool. Aber es gibt kein Musti-Merch. Was ist das für eine Schande? Wer will mit mir geiles Merch machen? Ich bin sofort dabei. Ich will halt, wenn es mein Merch ist, dann muss es halt auch stylisch und geil sein und so. Also nicht schickimicki, das meine ich damit, aber irgendwie schon so, dass du sagst, ey, das mag ich auch gerne selber tragen. Weil das ist ja leider nicht von mir. Das sind ja die Kollegen, die beiden Helme. Ja, aber vielleicht war das wirklich ein Hinweis, ne? Dass die Fans da draußen vielleicht gerne mal wieder vernünftiges Merch haben würden. Ne? Also wenn es was geben würde. Ja. Nächste Frage vom Viktor. Hallo Viktor. So, Viktor haben wir auch schon gehabt. Machst du auch irgendwelche Workshops im Studio, wo die Leute bei dir vorbeikommen können? Masterclass. Pass auf, ja, Masterclass. Ich habe mir jetzt natürlich, also genau wie heute, ich habe so ein, zwei Sachen, gerade jetzt im letzten Jahr, wo man so ein bisschen limitiert war, was die Reisen anbelangte, habe ich natürlich so ein paar Insights aus dem Studio gemacht. Ich liebe es, mit Leuten zu kommunizieren. Das ist echt eine geile Frage und eventuell würde ich das ausbauen. Vielleicht sogar mit
Pioneer, you never know. Wer weiß, wir machen jetzt eine Toreis Masterclass mit. Ja, vielleicht echt so eine Reihe, wo man sagt, heute machen wir Beats, dann machen wir irgendwie Bass, dann machen wir Gesangsaufnahmen, das könnte echt cool sein. Und wir haben bei uns hier in der Plattenfirma und im Studio, ist ein relativ großer Komplex, haben wir regelmäßig Praktikanten. Das war eine Zeit lang mal mehr, jetzt zieht es wieder an. Also wer sich mal bewerben will, macht mal ruhig, dann reden wir zumindest mal, auch wenn es nicht klappt. Ja. Das ist übrigens ziemlich groß. Ich habe mir heute schon dreimal hier verlaufen. Unfassbar. Musst du dich mal retten. Ja, genau. Ich hab ihn angerufen. Kannst du dich mal aus dem Spieleparadies hier abholen? Genau. Bällebad. Ja. Ich bin immer da hinten, da ist ein Riesenstudio. Mhm. Ich dachte immer, da würden wir aufnehmen. War nicht so. Nächstes Mal. Okay. So, machen wir weiter. Und zwar geile Frage übrigens, ihr Lieben. Finde ich richtig gut. DJ Light, wie du nennst du deine aktuellen Remixe Schissel? Weißt du was? Weil ich Bock drauf habe. Weil ich es kann. Nee, weil manche Sachen sind Disco-Schissel. Also da merkt ihr einfach so, dass es Disco-Ida, dann nenne ich es Funky-Schissel, dann nenne ich es keine Ahnung wie. Irgendwie ist Schissel für mich alles. Also auch wenn ich Leuten zum Geburtstag gratuliere, ist es mal so Happy-Schissel. Okay. Remi, ich weiß gar nicht. Das ist doch, der hat sich, glaube ich, noch nicht hier gemeldet. Hallo Remi. Gehen die Busse über das analoge Mischpult? Ja, unter anderem. Also ich habe einige Busse natürlich im Rechner und habe dann aber auch einige Busse. Also das ist wie so ein Summator quasi, wo ich sage, es gibt die Beats gehen dann über zwei Kanäle, ne? Dann der Bass, wie auch immer. Die werden über einen Bus zusammengeroutet, der zum Beispiel hier bei 1.2 für den jetzigen Mix, wo jetzt mein SSL-Kompressor drauf liegt. Also da habe ich auch was und all das, diese Wärme vom Sound und diese Busse, wenn man sie elegant einstellt, das macht was ganz Tolles mit dem Sound. Wie ihr schon gehört habt. Genau, hoffentlich. Das macht irgendwie so, das macht auf jeden Magic. Fall. Magic. Ja, genau, das war nicht. Magic. Ganz viel Magic. Ja, so, nächste Frage. Der Schüden, ja. Carsten, das sind ja alles Fragen für dich, der kannst du ja selber Carsten, lesen. Den schönen Akai-Sampler benutzt du manchmal aber schon noch, ne? Eher, oder eher Software-Sampler. Also meistens tatsächlich Software-Sampler, aber ich, Fuchs, habe natürlich irgendwann auch mal meine ganzen Akai-Samples umgewandelt, quasi für den EXS24, für den Logic. Aber es gibt noch einiges an alten Sessions, wenn ich jetzt sage, ey, ich will jetzt aber irgendwie, wie gesagt, diese alte Snare von meinem Michael Jackson-Mix von 96 oder whatever, dann muss ich den Akai-Sender laden und nochmal, das Ding klingt geiler als Logic. Ist so, leider. Ist so. Ja, trotzdem benutze ich natürlich immer Logic, habe das mit meinem Pult, das ist super, aber das Ding ist fett. Also, frag mal Ian Pooley. Toni wollte nochmal bestätigen, das, was wir beide schon gesagt haben. Ja, mega, der Groove ist einfach, das ist einfach krass. Ne? Dann, auch lustig, Carsten, hast du, das muss ich jetzt mal eben erstmal, ja. Hast du ein Lieblingstempo und eine Lieblingstonart? Also Lieblingstempo glaube ich nicht. Ich habe Ihnen gerade gesagt, wo man das ändern kann. Also ich glaube, ich kenne keine Nummer, die sind alle 126. Ja. Nee, sag mal. Nee, tatsächlich nicht. Du hast natürlich, also das musst du vom Gefühl, wenn du jetzt weißt, okay, das Ding soll so ein bisschen sexy sein oder sowas, obwohl kann man auch nicht sagen. Es gibt ja auch Dinger, die schneller sind, die irgendwie sexy sind. Aber du machst keine Nummer, die 130 ist. Lange nicht gemacht. Ich habe der Remix für Michael Gray, The Weeknd, die war schon ganz schön schnell. Ich weiß nicht, ob die 127, 128. Lieblingstonart, nein. Es gibt natürlich als Pianist, ich bin jetzt kein guter Pianist, es gibt natürlich einige Tonarten, die ich besser spielen kann, aber auch da ist es natürlich, kommst du sofort auf eine, also ich spiele in C, spiele ich anders als in B-Moll zum Beispiel. Ne? Also auch da ist es wieder so ein Inspirationsding. Hast du das eigentlich dir alles selber beigebracht, das Klavierspielen? Ich habe ein Jahr lang mit 14 Orgelunterricht gehabt und dann alles, also ich würde mich nicht als Pianisten bezeichnen, aber so meine Sachen spiele ich alles selber. Ich bin ja auch mit Band mal unterwegs und wieder. Das bin dann ich selber, aber dann natürlich auch mit einer geilen Band und dann macht das auch alles Sinn. Ja, das ist ja auch, irgendwann hört man das ja auch, ne? Also ich weiß, an meinen Anfängen war das noch so, da habe ich immer geklimpert und habe mich immer alle komisch angeguckt. Genau. Kennst du das von ganz früher? Ja. Aber wie gesagt, manchmal ist ja auch, das hat dann auch Charme, weißt du? Manchmal hat man dann, spielt man das halt so, wie es kein anderer spielt und das ist halt auch okay. So, also die hast du nicht, die Vocals sind heiß, ja, Was haben wir denn hier? Was steht denn da? Carsten, genau. Carsten. Ja, das sind genau die Jambox und die Housework-Sample-CDs habe ich per AK-Import im Software-Sampler. Nach wie vor grandiose Samples. Vielen Dank. Das waren tatsächlich Sample-CDs, die ich vor, hilf mir auf die Sprünge, Carsten, 25 Jahren?
ungefähr. Also damals Sample-CDs gemacht, dann ganz lange nicht und habe jetzt vor kurzem wieder tatsächlich zwei Sample-CDs oder zwei CDs sind es ja nicht mehr, zwei Sample-Collections rausgebracht irgendwie bei CR2, wo auch Purple Disco Machine seine gemacht hat und das hat echt Spaß gemacht, weil im Prinzip meine Samples schon auch so bearbeitet sind, also auch mit dem analogen Sound und so, das ist so, du kannst die reinziehen, es klingt sofort geil, klingt sofort warm, da bin ich echt stolz drauf und das ist so ein bisschen auch so, klar habe ich meinen Weg, wie ich Sachen mache, aber ich teile halt auch gerne. Für mich ist es auch schön, wenn ihr es fragt, ich sage euch meine Geheimnisse, aber jeder macht sowieso anders, also insofern alles gut. Finde ich auch eine total tolle Einstellung. Ich habe auch schon Leute gehabt, die wollten eigentlich ganz so viel, die wollten nicht so viel. Also nein, gehabt nicht. Die hatten im Vorfeld gesagt, dass sie ungern, wollen wir es mal so sagen, als wir dann die Anfrage gestellt haben, hat man mir schon signalisiert, dass man ungern zeigt, wie er die Sachen macht. Mhm. Finde ich ein bisschen, ja, ich finde es halt fast ein bisschen albern, weil, wie du schon selber sagst, halt, das ist, wir können alle die gleichen Gewürze hier hinstellen. Auch das ist ein bisschen wie Kochen. Jeder macht's anders. Wir können die gleichen Zutaten haben. Es wird nie das gleiche bei rauskommen am Ende. Das liegt ja immer an einem selber so ein bisschen schon. Ne? Mhm. Klar, ich glaube, es ist eher so wie wenn es denn, wie früher war es halt, wie hat er diese geile Kick gemacht? Mhm. Ne? Ich weiß noch, ich hatte mit, jetzt muss ich mal gerade den lieben Rolf Elmer. Mhm. Kennst du auch? Ja. So, der hat Jem Elmar. Und der hat damals eine Kick gemacht für Dance to Trance. Das war einfach eine mega Nummer und das Ding hat einfach so geknüppelt. Ne? Mhm. Und jeder hat die gesampelt und jeder wäre geil drauf gewesen, um zu erfahren, wie er das gemacht hat. Das kann ich verstehen, weil das zu dem Zeitpunkt, das war besonders. Mhm. Ne? Also wenn man das gemacht hat. Aber heute hat doch gefühlt jeder alles. Theoretisch hat jeder alles und da, wie gesagt, da ist es dann wieder die Zusammensetzung, dass du sagst, wie welche Gewürze benutze ich dann und wie stehe ich so da, dass es dann so ein bisschen auch nach mir selber klingt. Ja gut, ich würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Salz nehmen als du. Wahrscheinlich. Ja. Aber dadurch wird es auf jeden Fall schon anders. Ja. Ne? Dann erstmal noch ein Lob, sogar an uns beide. Halt auch Spiros. Schön, das freut Dankeschön. Uns natürlich, dass ihr das interessant findet. Ja. Gibt es natürlich auch, darf ich schon mal sagen, Werbung machen in 2 Wochen, nicht vergessen. Gibt es denn auch schon wieder einen Torreis Producer Talk? Mit wem? Mit Boris Brecher. Ach cool. Dann zeigt er uns natürlich direkt auch in der Idee, wie wir das Zeug machen. Der macht auch ziemlich coolen Sound, aber der benutzt auch immer die gleiche Bass dran. Mega. Das ist aber auch schon kein Geheimnis oder so, was ich jetzt hier ausgeplaudert habe. Hauen wir nochmal eine Frage raus. Auch interessant, glaube ich. Ja. Ja, sag mal. Facebook-User, genau, hi. Grüße zurück. Frage, bei welchem Remix für bekannte Artists hat er am meisten gezittert im Thema Zufriedenstellung? Eigentlich zittere ich jetzt nicht, weil der Artist so groß ist, sondern eigentlich immer nur so, dass ich sage, ey, bist du jetzt selber damit echt okay irgendwie? Und das meinst du vielleicht mit Zufriedenstellung. Aber eigentlich... Ich zitter immer nur bei meinen eigenen Sachen, ganz ehrlich. Also für andere, ich bin dann immer irgendwie, da habe ich so eine gewisse Coolness, dass ich sage, ey, das ruft geil, da kann ich auch irgendwann mit abschließen, aber für meine eigenen Sachen bin ich immer so, Also ich kann da gar keinen Namen nennen jetzt eigentlich. Ne? Also die macht man dann fertig und dann freut man sich, wenn die Künstler das auch gut finden. Ja, aber du bist ja auch davon überzeugt, ne? Dann auch, wenn du das gemacht hast, oder? Genau. Sagst du, hey, das ist mein Werk. Oder ist denn auch vielleicht immer die Frage, oder ist denn... War denn vielleicht mal, okay, stellen wir die Frage nochmal anders. Gibt es vielleicht ein Remix, wo du sagen würdest, das hätte ich mit dem heutigen Wissen vielleicht nicht gemacht? Also nicht gemacht, aber natürlich, oder anders gemacht, wenn du mich heute fragst. Oder dich ärgerst, wo du sagst, oh, ja, hey, ich glaube fast, wo du dich darauf angesprochen willst, werden möchtest. So, das nicht. Ich stehe zu allem, was ich bisher gemacht habe, tatsächlich. Auch wenn ich sage, also ich würde alles von früher würde ich heute anders machen. Definitiv. Oder zumindest sagen, da kannst du noch und da, so. Aber das ist Kunst, das steht so für sich. Die Mona Lisa, wenn ich das jetzt mal so pauschal sagen darf, hängt an der Wand und die ist so. Die würde heute einer auch anders malen. Aber nö, Punkt. Gut, sehr gut. Ich war ja erstmal eine Frage. Ne? Genau. Hat es einer... Oh ja, das ist eine gute Frage. Mach mal. Moment, also das muss man wissen. Ja.
Ist auch schon Gelenzgangs gelaufen. Kutschel. Ich gehe davon aus, das ist ein Frauenname. Hi Kutschel. Hallo Musti, ich wollte dich fragen, ob du dir vorstellen kannst, mit Helene Fischer was zu starten. Ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, dass RTL Exklusiv gerade was gebracht hat, dass ich eine Anfrage von Helene hatte tatsächlich vor einigen Wochen oder von der Plattenfirma, die einen Remix wollten für ein neues Projekt. Ich kenne, also die Nummer ist tierisch, ich weiß gar nicht, ob es schon draußen ist, glaube ich nicht. Super erste Single vom neuen Album. Ich finde Helene als Künstlerin phänomenal. Großen Respekt vor ihrer Lebensleistung. Und hätte ich nicht so einen tighten Zeitplan gehabt, hätte ich die Nummer auch gemacht. Die wollten einen geilen Hausmix haben. Hätte ich auch richtig Bock drauf gehabt. Aber es hat nicht sein sollen zeitmäßig. Aber heißt ja nicht, dass es in Zukunft nicht sein könnte. Genau. Und wollte dich fragen, ja, was zu starten. Ja, also das ging auf jeden Fall um Musik. Es geht ausschließlich um Musik. Ne? Das wollen wir nochmal festhalten. Ja? Genau. Sehr schön. Ne? Also ja, du bist ja schon vergeben, also da brauchst du auch nichts mehr. Ich glaube, darum ging es auch nicht. Wir reden hier über Musik, das ist auch super. Was hat es, da gab es nochmal eine Nachfrage hier. Mit den Schüssel-Mixes, genau, hatte ich schon vorher gesagt, Schüssel ist für mich so ein Begriff von, ey, geiler Scheiß. Und ich habe irgendwann, als ich quasi so eine kreative Phase jetzt mit den neuen Sachen hatte, also alles sehr funky, sehr groovy, aber so ein bisschen in meinem Gewand, gesagt, ey, das sind jetzt die Schüsselmixe, da gibt es den Groovy-Schüssel, den Funky-Schüssel, den Das-Schüssel und im Moment reite ich noch so ein bisschen drauf. Es macht aber Spaß. Schüssel ist was Gutes. Ja, gibt es auf jeden Fall schon mal Rückmeldung. Masterclass ist auch Victor sofort dabei. Perfekt. Ist geborgt. Müssen wir natürlich dieses Jahr, ich habe schon gehört, das wird dieses Jahr nichts mehr. Genau. Man könnte natürlich was machen. Wir haben, wie Matthias gesagt hat, hier auch wunderbare Räumlichkeiten. Man kann sowas natürlich virtuell machen, aber natürlich auch so eine gemixte Geschichte. Dass man sagt, man macht hier wirklich eine the class of 10, I don't know, 10 people, 6 people und dem Rest packt man halt einen Bildschirm vor die Nase. Das finde ich eigentlich wäre auch eine super, also das jetzt ist es ja wieder möglich. Du hast ja den Platz, ich habe die Geräte, wir bringen das alles hierher und dann können wir einfach hier mal so einen Workshop machen, halt, ne? wie man sowas macht. Beziehungsweise, also du. Nee, aber genau, können wir zusammen mal so ein bisschen irgendwie auch, ja, ich finde es ja auch interessant, genau, auch zu gucken, gerade, also ihr ja auch mit der Torreis-Serie, das ist für mich natürlich auch interessant, zu gucken, irgendwie, was habe ich für neue technische Möglichkeiten, oder womit kann ich dann wieder eine, also ich weiß ganz genau irgendwie, wenn du hier das, wie heißt den LF1? Nee. AS1. Den AS1, wenn du den anschmeißt irgendwie, werde ich sofort eine neue Idee haben durch den Sound. 100%. Davon bin ich sowas von überzeugt. Sowas von überzeugt, ja, definitiv. Ja, also, ist gebongt. Hier gibt es einen kleinen Fun-Fact von Disco Dex, genau. Genau, Kid Alex, a.k.a. Bosner, musste für Fame auch selber ans Mic, weil der Vocalist nicht erschienen ist. Ja, genau. Also manchmal ist es dann so, wie gesagt, Daft Punk, bestes Beispiel. Aber für mich, also ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich singe, aber meine Stimme klingt nicht schön, wenn ich singe. Ich habe eine ganz gute Sprechstimme, ja. Aber es gibt so viele geile Sänger und Sängerinnen, also insofern mache ich das eigentlich nicht selber. Ich muss gerade mal selber eben die Frage lesen. Wenn Torreis bei euch ist, neue Geräte an? Ja, Zukunft auf jeden Fall. Also das ist hier eine Frage, die nehme ich mal eben kurz auf. Der Kuchen ist ja mit den DJ-Sachen schon aufgeteilt, würde ich mal sagen. Da gibt es nicht mehr viel zu holen. Ja. Nein, aber wir haben einfach. Da habt ihr ja auch schon Duftmarke gesetzt, ne? Nein, es gibt einfach sehr viele Ideen, die wir aktuell haben. Ich glaube aber, das könntest du bestätigen, das siehst du auch, ob das jetzt in einem Live-Set von David Guetta gewesen ist oder so, dass dieses typische DJ-Set, das existiert natürlich, aber auch die DJs wollen mehr live machen, also mehr dazu bringen und das liegt natürlich nahe, dass wir dazu noch irgendwelche Sachen rausbringen, halt die da diese Brücke schaffen. Ne? Also mit dem SP16 hat man das ja schon, oder auch mit diesem DJS-1000. Ja. Das ist so ein Sampler, wo du einfach, du kannst schnell mal eben noch einen Top-Loop drauf machen, der immer super synchron ist. Ne? Und da geht das hin. Und das in einer Kombination mit Musikinstrumenten noch, also wenn man das noch ein bisschen weiterspinnt. Also ich nehme auch zu jedem DJ-Set, wo ich kann, nehme ich jetzt auch immer ein Keyboard mit und so. Die Leute danken es einem wirklich. Echt? Dass die live, ja, da wo ich kann, wo es auch die Location hergibt und so. Manchmal ist man ja auch zu in kleinen Clubs und wieder bringt das nichts. Aber das ist ja für euch auch geil, wenn ihr irgendwie jemanden seht auf der Bühne, wo ihr sagt, ey, das ist jetzt, die Version habe ich so noch nie gehört von dem Lied oder wie auch immer. Also teilweise wirklich wie ein Live-Gig tatsächlich.
Ja. So, dann gibt es noch eine Frage von, der ist auch sehr fleißig, der DJ Delight. Ja. Wieso läuft deiner Meinung nach der groovige House-Sound mit viel Vocals in Deutschland deutlich schlechter als in US und UK? Ganz ehrlich, ganz profan, ich glaube, weil wir einfach nicht Native-Speaker sind. Also wenn ich zum Beispiel in England auflege, ich war jetzt die letzten Wochen nur drüben, die singen fast jedes Lied mit. Das ist ja auch so eine Kulturgeschichte. Also wahrscheinlich würden bei uns hier die Leute natürlich Helene Fischer mehr mitsingen, weil sie die Sprache besser verstehen. Aber vielleicht meinst du auch von der Ästhetik, natürlich der groovige House-Sound. Also Deutschland ist klassisch natürlich eher ein Techno-Land, sage ich mal. Aber auch hier siehst du mit Veranstaltungen, wir haben zum Beispiel das Glitterbox hier in Deutschland drüben, die nächste Veranstaltung findet in Hannover statt, irgendwie am 13. November. Fettestes Line-Up, Todd Terry, Shapeshifters, Meine Wenigkeit, DJ Sophie Lloyd und so weiter und so fort. Also da kommt was. Aber es ist ja auch okay, dass nicht immer überall gleichzeitig in der gleichen Intensität alles stattfindet, sondern wir haben hier im Prinzip, wir freuen uns drauf. Das wird ein heißer Winter und glaube, die nächsten Jahre werden sehr groovig werden in Deutschland. Meine Prognose. Ich glaube auch. Man sieht mir auch gerade musikalisch, ne, ich will jetzt nicht die ganze Nacht irgendwie was von Tino erzählen, von Purple, aber gerade das merkt er einfach, wie auch diese Musik, ne, in Deutschland immer größer wird halt, ne. Und natürlich obwohl du schon vor langer Zeit das gemacht hast, ne? Also, Also vergiss mich mal, aber Tino, du hast zwar recht, aber ich glaube, Tinos Erfolg, der war, guck dir mal an, wie er in Italien abgegangen ist und so weiter und so fort. Also der Sound kommt natürlich auch, der ist, glaube ich, im Ausland schon sehr, sehr Dings und schwappt dann wieder ein bisschen zurück nach Deutschland. Genau. Kann man so sagen? Würde ich sagen, weil Tino war ja schon viel erfolgreicher schon die Jahre davor, die ganze Zeit. Sehr erfolgreich im Ausland, in UK sowieso. Da kannte die hier in Deutschland noch kaum jemand, nur Festivals hat er mal ein bisschen gespielt. Und jetzt kommt es quasi zurück. Und jetzt kommt es wieder zurück. Ja. Und die Italiener stehen da sowieso drauf allein, weil die alle Baselines kennen davon. Ja, Italo. Das ist Tinos Domäne, da braucht keiner mehr kommen. Irgendwie, ne? Genau. Obwohl, wir können sicher sein, dass jetzt noch ungefähr, das machen wir Deutschen ja mal ganz gerne, dass wir, wenn erstmal irgendjemand mit irgendwas erfolgreich hat oder gut funktioniert, dann stürzen sich alle drauf, wie Slap House und so, ne? Ja, aber wie gesagt, das haben wir eingangs ja auch diskutiert, dass wenn man neu ist, dann darf man auch so ein paar Sachen ruhig kopieren, die einem gefallen. Das ist schon okay. Ja. So. Genau, das haben wir schon gehabt. Simon. Das haben wir schon gehabt. Bei welchem Remix für Bekannte hat er am meisten gezittert? Ne? Das war, genau. Simon, jetzt hast du die Frage hier nochmal gestellt. Das ist gut. Simon ist übrigens auch aus unserer Facebook-Gruppe. Ja, genau. Ein Admin. Der hat mich da auch immer sehr, sehr fleißig unterstützt. So, und was haben wir denn hier? Carsten. Genau. Das darf man ruhig mal so stehen lassen. Dankeschön. Genau. Noch ein bisschen Musik, ja, jetzt weiß ich nicht genau. Also am besten geht mal auf meinen Spotify-Account und hört euch mal Musik an. Da gibt es Musik, ne? Aber wir sind eigentlich natürlich auch schon, wir sind über die 2 Stunden eigentlich, da sind wir schon lange drüber. Jetzt will ich mal eben gucken, ob wir noch irgendwelche interessanten Fragen, wir schicken jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil wir werden jetzt noch so ein paar Fragen werden wir noch machen, dann spielen wir noch einmal einen Track an und dann müssen wir auch uns so langsam verabschieden, weil wir sind nämlich auch über unsere 2 Stunden und ja, irgendwann wird es dann vielleicht auch ein bisschen Phil für euch, oder? Ja, Obwohl, ich sehe, das ist eine gesunde Bande hier. Hallo ihr zwei, super von der Hilflieben. Genau, Glitterbox ist super. Also wer Lust von euch hat und einfach Bock auf Hannover hat, 13. November hier in Hannover, Glitterbox mit fettestem Line-Up, da kommt die komplette UK-Bande rüber mit den ganzen Tänzern, da wird mal richtig gefeiert. Ja, auch ein genau. Hast du was ein Bremer. Ja. Hast du auch was mit den Jungs von Tool Room zu tun? André, genau. Ja, liebe Grüße erstmal. Mark Knight ist auch ein guter Freund von mir. Ich habe auf Tool Room auch kürzlich den Remix für Wankelmut machen dürfen. Auch eine geile Nummer. Und Buddies, Gleichgesinnte, man macht viel. Ich habe für die schon einige Male aufgelegt. Also auch eine geile Bande. Also auch ein gutes Label à la Defected. Ein bisschen kleiner, aber geil. So. Jetzt kommen hier noch so viele Fragen auf einmal rein. Okay, ich scroll mal ein bisschen durch. Lektor, ich mache bei Hofer College mein Diplom. Es wäre richtig cool für mich, mal bei euch im Studio blicken zu lassen, um etwas zu lernen. Ja, mega. Wie gesagt, irgendwie. Genau.
Check entweder bei Pioneer oder Toreis, da gibt es ja auch Kontakte, oder bei mir auf der Internetseite, da kriegst du auch eine Kontaktmail, irgendwie, da kannst du einfach mal schreiben, dann sprechen wir. Mein lieber Mann, ich komme, wir sind noch genau, so viele Fragen. Also der Typ, du bist wahrscheinlich ein Typ, ne, sag ich mal. Ich hoffe ja, inständig kommt ein Remix-Auftrag für die Sophie Lloyd's Angels by My Side. Was für eine geile Nummer. Ne? Ich habe gerade mit der Sängerin gearbeitet, mit der Pauline Taylor, vor 2 Wochen in London mit Ferric Dawn zusammen. Da haben wir eine Nummer geschraubt. Richtig geile Nummer, aber ganz ehrlich, also das Ding ist geil und würde ich natürlich gerne remixen, aber das Original ist schon amtlich. Also insofern, man muss auch nicht alles remixen. Apropos Italien. Matthias, apropos Italien, kannst du etwas mit der Italo-Sound anfangen? Ich finde es mega. Also man glaubt kaum, wie groovig die Italiener schon damals waren, 70er. Also es ging ja so mit Pino D'Angio, kennt ihr ja auch alle, eine Macalider. Also das Ding, was Madison Avenue gesampelt hat für Don't Call Me Baby zum Beispiel, das war ja dieser Disco-Sound. Dann natürlich ist Italo-Disco-Sound, was ja jetzt das Revival mit, haben wir gerade drüber gesprochen, Purple Disco Machine hat. Also groovy. Richtig cool. Okay, so, dann haben wir jetzt auch gleich die letzten Fragen noch hier. Jetzt gehen wir einfach mal alles durch, was wir noch haben. Tony Colombo, Meile 2, tolle Live-Info, super. Was würdest du dir Mix empfehlen, der einen eigenen Track für einen Mix-DJ empfehlen, der einen eigenen Track produzieren möchte? Liebe Grüße auf den Schwarzer. Liebe Grüße zurück. Mix-DJ, einen eigenen Track produzieren. Also erstmal zählt ja die Grundidee. Also auch wenn du sagst, ich spiele kein Instrument, programmiere nicht, dann ist es trotzdem ja möglich, einen Track zu produzieren. Dafür musst du ja einen Produzenten suchen und eine Grundidee haben. Ja, das wäre schon hilfreich. Ich glaube, ich fände es doof, nicht doof, aber vielleicht irgendwie einfach zu wenig, wenn du sagst, du, ich will jetzt irgendwohin einfach einen Track machen, sondern ruhig ein bisschen Gedanken machen über die Idee, wenn du sagst, ey, das könnte so die Stimme sein oder das, oder vielleicht habe ich eine Sample-Idee, vielleicht kann man das nachspielen oder wie auch immer. Also ein bisschen Idee wäre cool. Und dann guck mal, wer das für dich produzieren könnte. Schön, dann auch noch eine interessante Frage. Ja, Carsten nochmal, aber zum Studiengang abends, nachts oder eher tagsüber. Hat alles was für sich, ich finde ziemlich früh morgens und ziemlich spät abends finde ich geil, weil es dann irgendwie float. Das war früher, jetzt ist es ja nicht mehr so mit dem Handy, aber gerade als es noch nicht so viel Socials und digital gab, dann haben die Leute echt nur entweder morgens oder nachts, tagsüber nur angerufen und morgens und nachts sich in Ruhe gelassen. Nachts haben dann die Amis angerufen, das war dann immer witzig. Aber hat sie das gedreht bei dir? Von früher, ganz, ganz früher, wo du angefangen bist? Also, dass du dann eher abends gearbeitet hast? Also jetzt eigentlich auch noch, aber man hat jetzt eine etwas andere Struktur. Ich sag mal so, wenn ich gerade drin bin, dann fließt es, dann sind auf einmal 8 Stunden vergangen, du merkst es nicht. Ja. Aber ich mag es auch manchmal, wenn man so ein bisschen, also es gibt ja auch noch ein Leben neben dem Studio, ja, obwohl für mich das Studio, dass die Musik alles ist. Aber ich finde es auch gut, einfach zu Hause mal mit deiner Liebsten zu essen oder irgendwie einen schönen Spaziergang zu machen und so, das bringt dir ja alles was, das ist ja alles schön. Das sind auch so ein bisschen vielleicht die Gedanken, die ich jetzt während des letzten Jahres hatte. Okay, so, wir bedanken uns natürlich auch für euch allen, also die ihr so fleißig geschrieben habt hier und auch durchgehend hier ja, drinnen geblieben seid und und echt die tollen Fragen gestellt haben. Vielen Dank. Wo wir zwischendurch davon... Einer geht noch, sagst du? Oh, ja, ein oder zwei. Also jetzt kommen wir die letzte Frage. Toni, wo wir inzwischen bei Daft Punk waren. Welcher Künstler hat dich anfangs beeinflusst? Das ist eine sehr gute Frage. Weiß nicht, ob man sowas im Netz noch findet, aber es gibt Bilder von mir mit ziemlich langen Haaren noch. Also es war vor 98, es war 97 noch, davor alles hatte ich so eine Matte. Hatte auch immer Bock auf Rockmusik. Ne? Aber du hattest keine Nora-Kette um. Nee, das nicht, aber es gab Ähnlichkeiten tatsächlich. Also ich fand immer Live-Musik geil, ich fand auch mal Rock geil, aber sowas wie AC/DC, was halt echt irgendwie sehr minimalistisch auf die 12 ist. Und habe tatsächlich durch I Feel Love, Donna Summer, produziert von Giorgio Moroder, habe ich irgendwann begriffen, ey Moment, das ist hier die Zukunft der Musik und habe gesagt, wo ist denn hier der Live-Drummer und wie auch immer und diese Stimme ist so erotisch, Wahnsinn. Und das sind so, glaube ich, der Einfluss, den du irgendwann bekommen hast und dann natürlich auch durch Live-Konzerte, die du gesehen hast. Also ich glaube, da gab es keinen bestimmten Künstler. Natürlich irgendwie indirekt schon Quincy Jones, weil er halt einfach irgendwie alles auch produziert hat, was ich geil fand. Also auch irgendwie halt alles von Michael Jackson und so. Sowas bleibt hängen. Ja, also
Was soll ich sagen? Ne? Fantastische Fragen hier heute von euch. Vielen Dank, echt gut. Ich muss mich erstmal bedanken auch. Es hat einfach mega Spaß gemacht. Ne? Also, dass wir, und das werden wir auf jeden Fall auf irgendeine andere Art und Weise wiederholen. Ich finde einfach, kann ich auch nur bestätigen, ihr könnt das wahrscheinlich auch bestätigen, Musi ist einfach echt eine coole Sau. Ne? Das macht richtig Spaß. Gleichfalls, echt und cool. Und macht wirklich Spaß mit ihm. Er ist sehr offen. Und da kann ich einfach nur Danke sagen. Natürlich wir als, also ich natürlich und als auch Pioneer DJ und Thorais, ja, die uns, die sich dafür bedanken für diese tolle Sendung. Ne? Und damit schicken wir euch ja jetzt in die Nacht hinein halt. Ne? Und den Rest. Schon bald wieder Wochenende, ist erst Montag, genau. Also insofern alles gut. Also den Rest müsst ihr jetzt selber lösen. Ne? Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.